שלום, העשיריות התורניות היום הן עשיריות של North America Clean, וניתן את זכות הדיבור לקאב יו 1, קאב יו 1. שלום חברים, hope you can hear us. It's my first time I'm talking to you, and it's a huge privilege and honor to open up my heart to all of you. So I want to say a couple of words. For the last couple of days, we have been talking about faith above reason and the taste of dust. Friends, the Shekhinah is always together with us. The only thing we have to do is to raise her with love of friends, and the dust will fall off and will shine as a diamond. With our common effort and prayer, we will bring contentment to him. Wie in den letzten Tagen sprechen wir über den Glauben, über den Verstand. Und mit Hilfe der Anstrengungen unserer Freunde erheben wir uns über den Glauben, über den Verstand. Nach einem Freunde, und jetzt gebe ich das Mikrofon weiter an die Freunde aus Midwest. Hallo Freunde, hallo Rav. Midwest hatte die Möglichkeit, sich mit den Freunden aus Kabi auf diesen Unterricht vorzubereiten. Und jetzt ist die beste Zeit für den Unterricht. Und es erweckt wirklich Inspiration, sich mit den Freunden zu verbinden. Dass wir uns zuerst mal über uns selbst erheben können und einfach nur mit dem Rav zuhören, was er uns sagen möchte, und das der Welt weitergeben. Das ist das Wichtige. Kommt, vergessen wir nicht unsere Absicht und bitten wir den Schöpfer, hier mit uns zu sein und niemals uns aufzugeben. L'chaim. Und jetzt lesen wir einen Quelltext aus den Briefen von Bala Sulam, Brief 17. Ich möchte euch an die Wichtigkeit der Freundesliebe zu jeder Zeit erinnern, denn davon hängt unsere Existenz ab. Und von ihr hängt das Maß unseres nahenden Erfolges ab. Deshalb lasst ab von all euren eingebildeten Beschäftigungen und achtet darauf, richtige Ratschläge zu finden, um euch in einem Herzen zu verbinden. Und dann wird das Geschriebene in euch wahr werden, wie es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nochmals, ich möchte euch erinnern an die Wichtigkeit der Freundesliebe zu jeglicher Zeit, denn davon hängt unsere Existenzberechtigung ab. Und in ihr wird das Maß unseres nahenden Erfolges gemessen. Deshalb lasst ab von all euren eingebildeten Beschäftigungen und wendet euer Herz darauf, Gedanken zu denken und richtige Ratschläge zu finden, um euch in einem Herzen zu vereinigen. Und dann wird sich das in euch verwirklichen. Eine Frage für einen aktiven Workshop. Was sind die Mittel, die wir haben, um zur Freundesliebe zu gelangen? Nochmals, was sind die Mittel, die wir haben, um zur Freundesliebe zu gelangen? Ruiz, dann lassen wir ihn mal dran. Zayim, Leavad Chavarim, ze Kole Peirut Shalano, ze Hasim Benenu. Dogma ist. Alle Mittel, die wir haben, sind die Beziehungen zueinander, alle Handlungen, die Verbreitung, das persönliche Beispiel, all das. Ja, dann haben wir. לאהבת חברים זה אותם הכללים שכתבו לנו המקובלים. Mitteln für die Freundesverbindung sind jene, die Kabbalisten uns vermittelt haben, insbesondere Rabash, dass wir uns voneinander annullieren wollen.
um die Freunde zu vergrößern, die Wichtigkeit des Zieles zwischen uns, wirklich, dass wir uns immer an diese Gesetze erinnern. Gesetze, ohne welche wir nichts zwischen uns schaffen könnten. Und wir müssten den Schöpfer darum bitten, unsere Herzen zu erweichen, uns Freundesliebe zu geben, so wie seine Liebe ist. Eines der Gesetze, eines der Mittel der Freundesliebe ist, dass wir die Freunde immer größer da sehen wollen, als das, wie wir sie im Willen zu empfangen fühlen. Ja, und wir haben auch Neid, wenn man sieht, wie die Freunde aktiv die Freundesliebe umsetzen, wenn sie wirklich die Freunde preisen, dann sieht man, wie nahe sie den Freunden sind, wie erhaben sie sind, wie sie dem Schöpfer nahe sind, und dann haftest du dich einfach dem an, du klammerst dich einfach daran. All die Mittel, all diese Sachen sind eigentlich dein Investment in deine Freunde. Du musst hier eine zielgerichtete Handlung, jeder muss eine zielgerichtete Handlung machen, um die Liebe von den Freunden zu erwerben. Man muss sich wirklich anstrengen, um ihr Herz zu erwerben. Die gemeinsame Anstrengung zwischen uns, um die Freundesliebe, die Eigenschaft der Freundesliebe zu erwerben, in unseren Beziehungen zueinander, das ist das, was uns eigentlich annähert. Wir haben unseren Zehner der großen Freunde, die nicht verzichten, die einfach standhaft sind, dem Lehrer anzuhaften. Und all das bringt uns zu einem neuen Bild, das wir zuvor noch niemals hatten. Ja, diese Integration untereinander, in dem sich jeder in seinen Freund integriert, wirklich in das Zentrum der Gruppe, in dem wir voneinander die Größe des Zieles aufsaugen, eigentlich einander all diese Kraft weitergeben, das ganze Licht in einer konzentrierten Weise, so dass jeder Freund das Herz öffnet, das lässt ihn noch weitere Unterscheidungen wahrnehmen von jedem anderen Teil des Zehners, von jedem Freund. Wir haben noch das Licht, das zur Quelle zurückführt. Wenn wir es nutzen, wenn wir wollen, dass es kommt, uns korrigiert und uns zum Schöpfer ausrichtet, zur Quelle, dann werden wir das wahre Mittel nutzen. Dann ist das Licht das wahre Mittel. Friends, we have a silent workshop. Freunde, wir haben vor uns noch einen ruhigen Workshop, einen stillen Workshop. Und das ist keine Frage, sondern eigentlich ein Gebet, das wir dem Schöpfer darbringen wollen. Das klingt folgendermaßen. Jeder Freund soll seine Dankbarkeit dem Schöpfer zum Ausdruck bringen und ihn zum Unterricht einladen. Er soll dem Schöpfer erklären, warum er zu diesem Unterricht kommen soll. Ich wiederhole es nochmals. Jeder Freund soll seine Dankbarkeit dem Schöpfer darbringen und ihn einladen, mit uns beim Unterricht zu sein. Und er soll ihm erklären, warum der Schöpfer zu kommen hat.
Guten Morgen, wir lesen heute Textstellen zum Thema Glauben über den Verstand. Wir lesen, setzen fort mit der Stelle 22 und bis dahin fahren wir fort in Stille. Morgen, wir lesen ausgewählte Zitate zum Thema Glaube über den Verstand, die Arbeit im Glauben über den Verstand. Wir setzen mit der Textstelle 22 fort. Man kann uns Fragen schicken auf www.kap.tv. Bitte, Rav Leitmann. Wir bleiben trotzdem bei diesem Thema des Glaubens über dem Verstand, weil dies der Anfang ist zur Empfindung der höheren Welt. Das richtet uns aus, das verbindet uns und das gibt uns die Möglichkeit, anzufangen, neue Kräfte kennenzulernen, eine neue Wirklichkeit, in der sich unsere Seele befindet. Also kommt, lasst uns ein wenig weitermachen. Wir werden wahrscheinlich heute oder morgen dieses Thema dann abschließen. Zitat Nummer 22 aus dem Artikel »Was ist die Sintflut in der spirituellen Arbeit?« Wir müssen jedoch wissen, dass es eine große Arbeit ist, bevor wir die Eigenschaft von Bina erreichen. Das heißt, sich mit wenig, mit seinem Gefühl und seinem Verstand zufrieden zu geben und mit seinem Anteil, mit dem, was man hat, glücklich zu sein. Dieser Mensch kann immer in Vollkommenheit sein, weil er immer glücklich ist an seinem Anteil. Doch was kann ein Mensch tun, der diese Eigenschaft noch nicht erreicht hat und noch nicht sieht, dass er seinen Willen zu empfangen überwinden kann? Dann muss er zum Schöpfer beten, dass er ihm hilft, sodass er mit geschlossenen Augen die Arbeit ausführen kann und nichts braucht, sondern alles tun kann um des Schöpfers willen, obwohl sein Körper ihm hier widersteht. Das heißt, er sagt dem Schöpfer nicht, wie er ihm helfen soll. Vielmehr muss er sich vor dem Schöpfer bedingungslos unterwerfen und annullieren. Da er aber seinen Körper nicht überwinden kann, bittet er den Schöpfer, ihm zu helfen, den Krieg gegen die Neigung zu gewinnen. Nochmals, wir müssen jedoch wissen, dass es eine große Arbeit ist, bevor wir die Qualität von Bina erreichen.
Das heißt, sich mit wenig mit seinem Gefühl und seinem Verstand zufrieden zu geben, sondern zufrieden ist mit seinem Anteil, mit dem, was man hat. Dieser Mensch kann immer in Vollkommenheit sein mit dem, was er hat. Doch was kann man tun, wenn man diese Qualität noch nicht erreicht hat und sieht, dass man seinen Willen zu empfangen nicht überwinden kann? Zu diesem Zeitpunkt muss man zum Schöpfer beten, dass er einem helfen möge, sodass man mit geschlossenen Augen die Arbeit ausführen kann und nichts braucht, sondern dass er die Möglichkeit hat, alles um des Schöpfers Willen auszuführen, obwohl sein Körper sich ihm widersetzt. Das heißt, er sagt dem Schöpfer nicht, wie er ihm helfen soll. Vielmehr muss er sich vor dem Schöpfer bedingungslos unterwerfen und annullieren. Da er aber seinen Körper nicht überwinden kann, bittet er den Schöpfer, ihm zu helfen, den Krieg gegen die Neigung zu gewinnen. Rav sagt, das heißt, wir werden alles tun müssen, was möglich ist, um mit geschlossenen Augen zu gehen. Natürlich werden wir darin keinen Erfolg haben, weil unser Wille zu empfangen, unser Ego in uns so vom Schöpfer geschaffen wurde, dass wir keinen Erfolg haben. Aber gerade weil wir wollen und keinen Erfolg haben, wenden wir uns aus der Ausweglosigkeit an den Schöpfer und fordern und bitten von ihm. Und so kommen wir mit Hilfe dessen voran. Der Schöpfer gibt uns die Möglichkeit, im Glauben über dem Verstand zu gehen. Das heißt, in den Eigenschaften des Gebens statt in den Eigenschaften des Empfangens. Und dann haben wir Erfolg. Gibt es Fragen? Ich denke nicht, dass wir viele Fragen haben, weil dieses Thema ziemlich klar ist. Wir müssen es bloß realisieren und das ist das Problem. Aber außerdem, wir machen weiter mit Zitat Nummer 23. Welche Bedeutung hat die Reinigung der Asche einer Kuh in der spirituellen Arbeit? Hinsichtlich des Glaubens sollten wir drei Unterscheidungen treffen. Wenn zum Beispiel ein Mensch seinem Freund $1,000 gibt und dieser nimmt sie an und er ist sich völlig sicher und glaubt, dass dieser Mensch, dass dieser Mann mein Freund ist, er ist eine akribische Person und wenn er also das Geld gibt, müssen $1,000 da sein und es ist nicht nötig zu zählen. Dies wird Glaube unter der Vernunft bezeichnet. Mit anderen Worten, er glaubt ihm, weil sein Verstand dem, was er glaubt, nicht widerspricht. Das heißt, es gibt keinen Widerspruch zwischen dem Glauben an ihn und der Vernunft. Daraus folgt, dass für ihn der Glaube unter dem Verstand steht und die Vernunft wichtiger ist. Das heißt, er glaubt ihm, weil seine Vernunft keine Einwände hat. Wenn dies jedoch im Gegensatz zur Vernunft steht, wird er wahrscheinlich nicht glauben. Wird er sicherlich nicht glauben. Dies wird immer noch nicht als Glaube über dem Verstand betrachtet. Die zweite Unterscheidung ist, er sagt ihm, hier sind $1,000. Der Empfänger zählt es dreimal, sieht, dass dort der angegebene Betrag, der Betrag ist. Und er sagt zum Geber, ich glaube dir, dass hier jener Betrag ist, wie du sagst. Sicherlich wird dieser Glaube nicht als Glaube angesehen.
Drittens, also die dritte Unterscheidung ist, er zählt die 1000 Dollar dreimal und sieht, dass dort ein Dollar fehlt. Aber er sagt zum Geber, ich glaube dir, dass hier 1000 Dollar sind. Auch wenn die Vernunft und der Verstand sagen, dass hier weniger ist, sagt er, dass er das glaubt. Und das nennt man wahrhaftig über der Vernunft. Rav sagt, gut, ich kann hier nur auf die Frage antworten, die sich stellt. Es gibt hier nämlich Glaube über den Verstand, im Verstand und unter dem Verstand. Unter dem Verstand bedeutet, wenn wir nicht prüfen, was es hier gibt, weil wir wissen, weil wir das wissen. Und unser Verstand ist uns wichtiger als der Glaube, deshalb prüfen wir das nicht. Das wird als Glaube unter dem Verstand bezeichnet. Glaube im Verstand bedeutet, dass wir prüfen und untersuchen und glauben. Das heißt, hier ist der Glaube gleich dem Verstand. Und Glaube über dem Verstand ist, wenn ich prüfe und untersuche und im Endeffekt das, was darüber ist, also den Glauben hier wirklich annehme, weil ich dem anderen mehr vertraue als mir selbst. Also bitte, wenn es hier Fragen gibt. Das Thema ist hier wirklich, das ist nicht wirklich einfach. Wir nehmen es als etwas sehr, sehr, es ist für uns schwer verdaubar. Es vergeht eine lange Zeit, bis wir dieses Thema wirklich aufnehmen, verarbeiten und uns dementsprechend auch verhalten. Deshalb müssen wir einfach bloß damit leben. Wir müssen noch mehr und noch mehr, noch ein wenig und noch ein wenig damit leben, bis die Gewohnheit zur zweiten Natur wird. In der Zwischenzeit sehe ich, dass ich hier einige Fragen habe. Na gut, fangen wir mit Weißrussland an. Bitte schön. Rav, wenn ich eine Frage stellen darf zum letzten Abschnitt. Was ist die Sintflut in der spirituellen Arbeit? Was ist die Sintflut in der spirituellen Arbeit? Rav sagt, es tut mir leid, das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun. Bitte, Chelyabinsk. Rav, wenn ich meine Freunde hier nicht sehe, oder ich sehe sie nicht auf dem Bild, hier quasi in Zoom oder in Galaxy, jetzt auf dem Bildschirm, ist das auch der Glaube über den Verstand, wenn ich sage, sie sind doch neben mir? Also da wiederholt nochmals die Frage, wenn ich nicht die Freundin neben mir hier sehe und auf dem Bildschirm, aber daran glaube, dass sie da sind, wird das als Glaube im Verstand angesehen? Er entschuldigt sich, er sagt, wir haben hier eine technische Störung. Nochmals bitte. Rav antwortet, nein. Man muss unterscheiden, was Glaube ist und was Wissen ist. Und Glaube bedeutet, dass du, also du musst vergleichen, was ist der Glaube, was ist das Wissen, du setzt beides nebeneinander und dann kannst du wirklich untersuchen, ob der Glaube über dem Wissen ist oder dem gleiche ist. Bitte, Jerusalem. Frage, worauf verlässt sich der Mensch unter dem Verstand und
über dem Verstand. Rav sagt, unter dem Verstand verlässt er sich auf sein Wissen. Sein Wissen ist groß und bestimmt und deshalb glaubt er an etwas. Du könntest sagen, okay, welchen Platz gibt es hier für Glaube? Aber so wird das gezeichnet, dass er glaubt und deshalb, also er untersucht und deshalb glaubt er. Würde er aber nicht untersuchen, nicht prüfen, hätte er nichts, worauf er sich verlassen kann. Der Schüler sagt, aber er muss sich doch etwas, auf etwas verlassen, wenn er unter dem Verstand ist. Was bedeutet es, ich glaube dir, dass hier 1000 Dollar drin sind? Worauf verlässt er sich? Rav sagt, er verlässt sich darauf, dass er geprüft hat. Wir müssen hier schauen, welchen Zusammenhang es zwischen dem Glauben und dem Wissen gibt. Was ist wichtiger? Es geht jetzt nicht darum, ob ich das Geld prüfe oder nicht. Natürlich könnte ich nach der Prüfung sagen, ja, ich glaube dir. Sondern was ist der Glaube? Mein Glaube ist abhängig von meinem Wissen. Und deshalb heißt es, Glaube unter dem Verstand, Glaube unter dem Wissen, wo das Wissen eigentlich wichtiger ist. Das bezieht sich jetzt auf das Wissen, also auf eine klare Kenntnis. Wenn die Kenntnis wichtiger ist als der Glaube, dann heißt es eben unter dem Verstand. In dem Verstand, also wenn wir in dem Wissen gehen oder in dem Verstand, das ist klar. Und über dem Verstand bedeutet, dass ich nicht prüfe. Verzeihung, dass ich prüfe. Und wenn ich prüfe dann, und sehe, dass das nicht gemäß dem ist, was der Höhere mir gegeben hat, dann folge ich einfach dem Glauben oder dem Wissen des Höheren. Kurz gesagt, entweder folge ich meiner Meinung und das Wissen entspricht dem, was ich hier erhalten habe, oder ich gehe, ich glaube mir selbst nicht und ich gehe gemäß dem Prinzip, sie haben Augen und sehen nicht. Und so gehe ich immer wieder und wieder mit dem Höheren und erhebe mich wieder auf seine Stufe, indem ich das Wissen oder die Meinung des Höheren annehme, entgegen meiner eigenen Meinung. Bitte, Kiew. Was zählen wir jetzt? Was zählen wir jetzt? Was zählen wir jetzt in unserem Zehner? Rav sagt, ihr zählt das, was ihr erhalten habt. Und doch wenn ihr nichts habt, dann müsst ihr dem Höheren glauben, dass er euch gegeben hat, dass er euch alles gegeben hat. Und ihr müsst euch so verhalten, so leben. Можно сказать, что мы сейчас как бы пересчитываем наше поручительство. Kann es sein, dass wir jetzt von neuem unsere Bürgschaft, unsere Verbindung mit dem Schöpfer zählen, ohne Zusammenhang mit dem, was wir sehen, dass wir uns trotzdem bemühen, die Verbindung zum Schöpfer zu fühlen? Rav sagt, ja, so gehen wir. Jedes Mal müssen wir uns darin freuen, dass wir verwirrt sind, dass wir Augen haben, aber nicht sehen, Ohren haben, aber nicht hören, und dass wir dadurch die Augen und Ohren des Höheren annehmen können. Und so können wir uns jedes Mal updaten. New York 1, New York 1. Die Prüfung findet doch im Verstand statt. So wie kann der Glaube über den Verstand, wenn die Prüfung im Verstand ist? Was ist jenes Zeichen, was ist jedes Ergebnis, Prüfung, weil ich etwas im Verstand sehe, ich sagen kann, behaupten kann, dass ich über den Verstand eigentlich gehe? Selbstverständlich habe ich keinerlei Möglichkeit, mich selbst zu prüfen, außer
gemäß dem Prinzip, der Richter hat nur das, was seine Augen im sehen. Das heißt, ich als Richter prüfe das, was meine Sicht mir sagt, was meine Augen mir sagen. Das heißt, wo ich bin und was ich habe. Und nachdem ich untersucht und geprüft habe, entscheide ich nun, bleibe ich auf meiner eigenen Stufe oder erhebe ich mich auf die Stufe des Höheren? Dann muss ich dem Höheren anhaften, dem Vollkommenen. Der Höhere ist vollkommen und deshalb muss auch ich vollkommen sein. Und so muss ich mich fühlen. Aber du bist doch nicht vollkommen. Du siehst doch nicht, was du erhältst. Vielleicht hast du in dem Kuvert nur einen Dollar. Warum prüfst du das nicht? Und was ist mit den restlichen 999 Dollar, die dir zustehen würde, gemäß deinem Wissen? Und du sagst, ich folge dem Wissen des Höheren, Meinung des Höheren. Aber worauf verlässt du dich da? Weil ich dem Höheren anhaften möchte, weil ich seinem Verstand folgen möchte. Aber das ist doch nicht sein Verstand. Richtig, das ist nicht mein Verstand, sondern das ist der Verstand des Höheren. Wir müssen hier noch mehr und mehr in uns in diese Sache vertiefen und sehen, dass es unmöglich ist, zur höheren Welt aufzusteigen, wenn wir nicht dessen Unterscheidungen annehmen. Dann werden wir sehen, dass es tatsächlich so ist. Sagt mir, wie werden wir in unsere Welt geboren? Mit welchem Verstand? Mit welchem Intellekt? Seht euch die kleinen Kinder an. Sie wissen überhaupt nicht, was rund um sie geschieht, aber gemäß dem, was wir ihnen erklären, füllen wir sie mit unserem Wissen und damit setzen sie ihr Leben fort. Sie nehmen das an. Und was geschieht weiter? Ist es normal? Muss das so sein? Ja, so muss das sein. Ja, auch auf der Stufe des Tierischen muss das sein. Auch die Welpen, die zur Welt kommen, sie verstehen nichts. Sie haben zwar viele Instinkte, aber tatsächlich lernen sie ständig, ständig von den Eltern, von dem Höheren. Und sie wissen dadurch, wie sie sich zu ihrer Umgebung zu verhalten haben. Und wenn wir nicht lernen würden, würden wir die Welt ganz anders wahrnehmen. Und wenn wir zu einer anderen Stufe der Wirklichkeit aufsteigen wollen, so haben wir keinen anderen Ausweg außer das Wissen des Höheren anzunehmen und dementsprechend müssen wir uns mehr und mehr ausrichten und tatsächlich sehen, dass dies die Wahrheit ist. Das ist richtig. Ihr müsst hier zur nächsten Stufe der Schöpfung aufsteigen, wo die Menschen, was diese Menschen dieser Welt, in der Welt nicht machen. Sie tun das nicht. Und deshalb gibt es hier eine ganz besondere Arbeit, eine spirituelle Arbeit. Je mehr wir uns darin verwirren, darüber sprechen mögen, werden wir langsam anfangen zu fühlen, dass der Aufstieg in die spirituelle Welt gerade durch diese Übungen geschieht, durch die Arbeit im Glauben über den Verstand, den wir uns bemühen, im Zehner zu machen. Baltikum. Rabash, вот в этом примере пишет, Rabash in diesem Beispiel schreibt, dass wenn ein Dollar fehlt, das ist irgendwie scheinbar, das kann man rechtfertigen. Aber wenn die Kluft in der spirituellen Arbeit, sagen wir, dass dort 100 Dollar fehlen oder 500 Dollar oder wir reden überhaupt über eine leere Kasse, dann ist es bereits schwierig, das zu rechtfertigen, oder? Ja, aber wenn man dir sagt, man hat dir 1000 Dollar übergeben, gibt dir ein Kuvert und in diesem Briefkuvert ist nur ein Dollar drin oder es gibt überhaupt nichts drin, das ist eben die Größe des Glaubens über den Verstand, wie viel du davon hast.
Genauso untersucht man das. Wenn der Unterschied, die Kluft in der Arbeit im Zehner, ob er 1 Dollar, 500 Dollar oder ein leeres Kuvert, gibt es einen Unterschied im Zehner dann oder ist die Arbeit eine dieselbe Arbeit? Natürlich gibt es hier einen Unterschied. Das ist abhängig von der Größe der Freunde in meinen Augen, wie sehr ich ihnen glaube. Und nicht meinen Augen glaube. Und dass ich in der Lage bin, mit geschlossenen Augen ihnen zu folgen. Und wir haben alle möglichen Zitate gelesen und haben überhaupt nicht darauf geachtet, was die Weisheit der Kabbalah den Menschen empfiehlt, wenn er in die spirituelle Welt eintreten möchte. Der Ratschlag ist, mit geschlossenen Augen zu gehen. So als würdest du zwar mit offenen Augen gehen, aber das sind nicht deine Augen, sondern das sind die Augen des Schöpfers, der dir jedes Mal eine andere Sicht gibt und diese Sicht updatet. Bitte, Georgien. Guten Morgen, Raf. Guten Morgen, Raf. Was soll man tun? Was soll ich tun, wenn ich in meinem Verstand erkenne, dass hier mehr Geld drin ist, als man mir gegeben hat? Wie soll ich in so einem Fall im Glauben wieder Verstand bleiben? Raf sagt, das macht nichts. Du hast trotzdem eine Arbeit gegen dein Ego. Das Wichtigste ist für dich, die Vernunft des Höheren anzunehmen. Ob das weniger Geld ist oder mehr Geld ist oder überhaupt kein Geld vorhanden ist, das ist ganz egal. Denn dein Ziel ist es, das Wissen des Höheren anzunehmen. Asien. Asien. Guten Morgen. Gibt es hier die Sache des Glaubens, auch in Bezug zum Freund und auch in Bezug zum Höheren? So muss man das Geld nicht zählen. Du bekommst das, was du bekommen hättest, und legst es in die Tasche. Das ist aber kein Mittel, um auf eine spirituelle Stufe aufzusteigen. Rechovot. Rechovot. In dem Beispiel, welches Sie hier sehen, dass ich mit eigenen Augen sehe, nachdem ich gezählt habe, dass es eine Differenz gibt zwischen dem, was dort sein hätte sollen und was wirklich dort ist. Und das, was ich quasi von Kindheit anbekommen. Und jetzt sage ich bereits andere Dinge. Wie ordne ich die Dinge? Ich habe deine Frage nicht verstanden. Sag das bitte ganz klar, bitte. Im Glauben über den Verstand gibt es Dinge, die ich von Kindheit an bekommen habe. Was Sie jetzt erzählen, ist was Neues. Was du von Kindheit an erhalten hast, wird als dein Wissen bezeichnet. Das ist dein Verstand. Und? Worauf bezieht sich deine Frage? Alles, was wir im Laufe des Lebens erhalten haben, wird als mein Wissen oder mein Verstand bezeichnet. Und dementsprechend untersuche ich mich. Kann ich über meinen Verstand gehen, mich meinem Verstand widersetzen, weil ich jetzt auf eine höhere Stufe gehen, auf einer höheren Stufe sein möchte, so wie es dort heißt, ich habe eine verkehrte Welt gesehen. Du löst dich nicht von dieser Welt, aber du bekommst eine weitere Möglichkeit, gemäß den Unterscheidungen der höheren Stufe zu gehen. Das ist in Ordnung. Aber jetzt habe ich von mir ein Kuvert, wo es hier wirklich 1000 Dollar fehlen im Kuvert. Wie kann ich das auf richtige Weise ordnen? Du kannst das ganz einfach ordnen. In dieser Welt folgst du deinem Wissen, deinem Verstand, dem, was du in deiner Familie hast, aber in der spirituellen Welt versuchst du nicht deinem Verstand zu folgen, sondern dem Verstand des Höheren.
Das heißt, dass Malchut zu Bina aufsteigt. Florida. Florida. Yes, Rav. I'm trying to understand what these actions. Ja, Rav. Ich versuche zu verstehen, was sind jene Aktivitäten, die wir im Zehner machen, wenn wir über den Verstand gehen. Ist das Bedecken mit in Liebe, ist das die Aktion, die man von uns erwartet? Nein, jetzt sprechen wir nur über eine Sache, dass ich vom Hören erhalte, sei es von der Gruppe oder vom Lehrer oder von beiden gemeinsam, erhalte ich irgendeine Kenntnis, irgendeine Kenntnis, die meinem Verstand oder meiner Vernunft entgegengesetzt ist. Und wie nehme ich jetzt ihr Wissen höher an als meines? Das ist entgegen meinem Verstand, aber ich gehe und folge dem. Und ich handle so, dass das, was ich von ihnen erhalte, mir wichtiger ist als mein eigenes Wissen. Wir sehen das an den Kindern, an den kleinen Kindern. Wir sagen ihnen etwas, manchmal nehmen sie das an und nehmen sie das als Prinzip an und folgen so in ihrem Leben. Und es gibt viele Sachen in unserem Leben, die wir nicht selbst lernen können, sondern wir sagen den Kindern, so ist es aufgebaut und sie nehmen das, sie akzeptieren es. Also genauso müssen wir auch in der spirituellen Welt handeln, dass wir uns beibringen, wie wir hinsichtlich spirituelle Unterscheidungen auf die spirituelle Ebene aufsteigen können, obwohl wir in dieser Welt im Materiellen sehen, dass es nicht in Ordnung ist, weil das zwei Ebenen sind, das sind zwei Welten. Aber so tun wir das. Das machen wir so. Carmiel, bitte. Muss ich versuchen, die Freunde in solchem Zustand zu rechtfertigen? Ja, aber was heißt rechtfertigen oder nicht rechtfertigen? Dieses Wissen annehmen oder nicht? Du kannst sagen, dass das im Akzeptieren heißt oder Rechtfertigen heißt. Lateinamerika 5, bitte. Una pregunta de un amigo de Argentina. Podemos decir. Eine Frage von einem Freund aus Argentinien. Er fragt: Können wir sagen, dass jene Dollar, die fehlen, das ist, was ich. Dass ich die Defekte, die Fehler meiner Freunde sehe. Das heißt, ihre Unvollkommenheit ist meine Unvollkommenheit eigentlich. Das ist deine Unvollkommenheit. Aber nicht deine Unvollkommenheit, sondern es ist eine Differenz zwischen Stufen. Ein Unterschied zwischen Stufen. Wo du aufsteigen musst, um deine Meinung oder deinen Verstand umzuwandeln hast oder umzutauschen hast mit dem Verstand des Höheren. Es gibt hier niemanden, der sich irrt, sondern das ist eine Differenz, ein Unterschied zwischen den Stufen. Denn würdest du jetzt seinen Verstand annehmen, würdest du auf seine Stufe aufsteigen. Und was ist deine Stufe? Auf deiner Stufe. Das ist das, was du jetzt auf deiner Stufe siehst und fühlst. Wenn du keinen Richter brauchst, aber hier auf einer höheren Stufe musst du den Verstand des Höheren annehmen und so vorankommen. Wir werden noch darin mehr und mehr köcheln müssen, aber die Sache, ich verstehe, dass diese Sache nicht wirklich offensichtlich ist, dass es schwer ist, es braucht wirklich Jahre. Es erfordert Jahre, bis sich Menschen daran gewöhnen und wirklich dem folgen. Bitte Tel Aviv. Tel Aviv 1. Was sollen wir tun, wenn ein Freund im Zehner nicht über den Verstand gehen möchte? Er möchte mit seinem Gewissen und Wissen bleiben. Was soll man da tun? Dann zeigt ihm Beispiele, wie er das tut. Bitte Rumänien. Good morning, Ralph.
Guten Morgen, Rav. Aktiv, wenn wir einen Workshop machen. Und der Freund auf die Frage antwortet, und meiner Meinung nach, gemäß meines Verständnisses, irrt er sich gänzlich. Die Antwort, die er gibt, ist überhaupt nicht realistisch. Wie kann ich die Freundin dahingehend einladen, damit er im Glauben und im Verstand gehen kann? Was soll ich da tun in meiner inneren Arbeit? Vielleicht zum Mittelpunkt, zum Zentrum des Sinnes gelangen, weil ich fliehe einer Barriere zwischen mir und dem Freund. Bitte sehr. Misch dich nicht ein in die Beschäftigungen des Freundes, was er tut und welche Berechnungen er macht. Mach nur du deine Berechnungen. Kritisier nicht den anderen, weil du den anderen in Wirklichkeit nicht siehst, sondern du siehst nur dich selbst. Deshalb beschäftige dich nur mit dir selbst. Und über die Freunde darfst du nur beten, dass der Schöpfer ihnen helfen möge und nicht mehr als das. Moskau 1. Лошомим. Маша. Кен. Доброе утро. У меня такой вопрос. Вот этот пример Рабаша. Guten Morgen. Meine Frage ist folgende. Guten Morgen. Ich habe folgende Frage. Die Beispiel von Rabash. Ist es möglich, dieses Beispiel richtig umsetzen bezüglich des Schöpfers, wenn er den Schöpfer angenommen hat? Wenn er weniger größeres Ziel hat, in dem Ausmaß, den er fühlt, wo er investiert hat. Kommen wir dazu mit. Wir müssen immer so handeln. Wir müssen immer. Dass das, was wir vom Schöpfer erhalten, so aufgehen. Erhalten wir in Vollkommenheit. Also das, was wir vom Schöpfer bekommen, wir auf vollständige Weise nehmen. Wir sind. Ganz egal, welchen Zustand ich befinde, ich muss jeden Zustand als vollkommen sehen, weil ich jeden Zustand von oben erhalte. Das ist zusätzlich zu dem, was ich in meinem Körper fühle. Gemäß meinem irdischen Verstand befinde ich mich immer in zwei Welten. In unserer Welt finde ich mich in dem, was ich im Herzen und der Seele auf irdische Weise fühle. Und spirituellen brauche ich in diesem spirituellen Verstand und Gefühl, muss ich in Vollkommenheit sein. Dort befinde ich mich ständig im Anhaftung des Schöpfer, weil ich sage, immer noch nicht funktioniert. Wenn wir auf so eine Weise uns zurechtfinden und ich Geduld und Ausdauer habe und ich von der Arbeit nicht fliehe und ich diese zwei Stufen für mich definiere und bemühe mich darin und erbe sie, so gelange ich manchmal einmal zu einem Zustand, wo ich dann die spirituelle Erkenntnis habe, Bewusstsein, dann kann ich sehen, wie die spirituelle Welt an sich angeordnet ist und wir einander näher kommen, verbringen und so gelangt man zum ersten Stufe des S. Gemeinsam mit dem setze ich mit dem Leben fort in meinem Körper auf dieser Welt, diese Stufe dieser Erde und befinde mich auch in Kommunikation mit anderen Menschen, die sich hier befinden und gemeinsam mit dem kann ich mit meinen Freunden auf höherer Stufe sein und in einer spirituellen Art der Kommunikation mit ihnen gemeinsam zu sein. BBUK. Why even count it? BBUK. Why not just take the envelope and assume that what's in it is the correct amount? Warum sollte ich das Geld zählen? Warum sollte ich nicht einfach das Kuvert nehmen und das Geld so annehmen, wie es ist? Ich habe gesagt, wenn ich das Geld nicht zählen würde, dann hätte ich nichts, worüber ich mich erheben kann. Mhm.
Aber wenn ich auf einer korrigierten Ebene wäre, dann würde ich nicht zählen. Rav sagte, ich würde schon zählen, um mich noch mehr und mehr zu erheben. Das ist immer so. Okay. Mag. Meine Frage von Mark 2. Mark Nummer 2. Also, guten Tag, lieber Raf, hören Sie mich? So eine Frage kann man sagen, oder überhaupt, dass die Sterne, die Sie gemacht haben, ist der Bezug zum Kuvert. Es ist einfach im Sinne definieren, dass wir über den Verstand gehen, alles, was im Kuvert ist und zum Schöpfer kommt. Das ist leicht zu sagen, aber es... Ja, aber du hast die Sache des Wissens, in welchem Zustand, ich mich befinde und zu welchem Zustand ich gelangen, erreichen, über den Verstand spielen. Sowohl unter dem Verstand, als auch im Verstand, als auch über dem Verstand. Ihr werdet dann plötzlich herausfinden, dass es die ganze Welt ist. Wenn ihr die ganze Welt seht, dann habt ihr noch nicht festgestellt, dass sie immer darin sind. Aber wir sind immer darin. Auch in der Kommunikation, in unserer Welt sind wir so. Wenn ich mit den Menschen spreche und ihnen sage, hör zu, du denkst nicht richtig, du siehst nicht richtig, sieh dir an, wie wir denken. Sieh dir an, wie wir das verstehen. Wir befinden uns immer in einem Unterschied von Stufen. Aber wir bemühen uns, unseren Verstand, unser Wissen mit dem Wissen des anderen anzugleichen und zu sagen, okay, beweis mir, dass das richtig ist, was du sagst. Aber in der Spiritualität gibt es da keinen Unterschied. Du musst es annehmen, weil es eine höhere Stufe ist und du willst zu ihr aufsteigen und in ihr Leben. Machen wir noch ein wenig weiter. Moskau 4, bitte. Rav, ich habe nicht понял насчет практики в десятке. Я должен верить в то, что товарищ. Ich habe nicht verstanden. Die praktische Arbeit im Zehner. Soll ich glauben, was die Freunde sagen? Egal, was sie tun. Also immer ein Freund spricht über die Wichtigkeit des Gebens, aber systematisch ist er abwesend im Unterricht oder er macht jemanden schlecht oder so. Ist das über den Verstand? Das muss man in zwei Teile unterteilen. Zuerst mal muss man sagen, sie haben Augen und sehen nicht. Das heißt, dass ich dem, was ich sehe, nicht vertraue. Auf der anderen Seite heißt es, der Richter hat nur das, was seine Augen ihm zeigen. Dass ich nur das betrachten kann, was ich sehe. Also musst du dich zu ihnen setzen und all das klären und hier wirklich klären. Was ist hier der Glaube und was ist das Wissen? Und wenn ihr euch mit dem Glauben über dem Wissen erhebt oder mit dem Wissen über dem Glauben oder mit dem Wissen und dem Glauben, welche auf derselben Ebene sind, auf derselben Ebene, versucht das mal untereinander zu besprechen. Nun, wie sehr ihr euch darin verwirrt, das ist in Ordnung. Das Wichtigste ist, dass dies in allen möglichen Formen dann geklärt wird und sich abdrückt und sich einlässt, sowohl im Herzen als auch im Gefühl, also im Verstand als auch im Gefühl. Bitte, Kasachstan. Rav, доброе утро. Rav, guten Abend. Guten Morgen. Verstehe ich das richtig? Dass im Glaube über den Verstand, dass ich nicht 500 Dollar habe, aber auf der anderen Seite bin ich glücklich, dass ich mich stärke.
Ich glaube an meine Freunde. Das ist abhängig von deinem Ziel. Wenn mein Ziel auf einer höheren Ebene liegt, dann nehme ich all das, was hier vor mir ist, nicht wirklich in Betracht, sondern sehe alles nur als ein Mittel, um auf eine noch höhere Stufe aufzusteigen. So ist das. 5:18. St. Petersburg 18. Die Frage ist folgendermaßen: Von Rachamim, wenn man erlangt, Glaube und Verstand durch Zimtzum Masachos. Antwort nein. Petachtikva 29. Hallo, Raf. Tut mir leid, ich habe nicht verstanden. In der Arbeit im Zehner gibt verschiedene Meinungen über eine Frage und eine geht gegen den anderen. Gibt es hier Arbeit mit dem Erheben des Höheren oder gibt es hier nicht diese Arbeit? Du kannst mit der Meinung oder mit dem Wissen des Freundes arbeiten und diese als den Verstand des Höheren annehmen. Petach Tikva 12. Spielt es eine Rolle, wie viel Geld fehlt im Umschlag im Glaube über dem Verstand? Natürlich. Je mehr fehlt, desto größer ist deine Arbeit im Glauben über dem Verstand. Latin 2. Lateinamerika 2. Rab, esto estado que hemos estado pasando de por encima de la razón ha sido muy prolongado. Rab, die Situation, wo wir über das Verlangen gehen, ist das verzögern, fühlt es an, wir möchten es erlangen als ein Zehner, als eine Gruppe. Wie beziehen wir uns darauf in diesem Moment? Denn manchmal fühle ich auch, dass wir etwas Größeres gehen. Ich will so etwas nicht hören. So darf man nicht sprechen. Denn wenn du sagst, was deine Empfindungen sind, dass wir etwas nicht erreichen könnten, dann komm nicht hierher. Denn wir sprechen darüber, wie wir in die spirituelle Welt eintreten könnten. Also solche Sachen wie, wir könnten das nicht erreichen, das darfst du nicht sagen. Und so etwas möchte ich nicht hören. Danke, auf Wiedersehen. Moskau 1. Rav, können Sie ein paar Beispiele geben, was könnte eine Übung sein im Zehner, glaube ich, im Verstand? Potapov, gib dir ein Beispiel von Rabash. Was über dem Verstand bedeutet. Siehst du nicht? Hilf mir, in welchem Artikel steht das geschrieben? Über dieses Beispiel des Glaubens über den Verstand. Wo er das Kuvert bekommt. Auszug Nummer 23. Zitat 23, okay. Abschnitt 23, in den Schriften von Rabash. Was ist die Reinigung der Asche in der Arbeit? Der schreibt, hinsichtlich des Glaubens gibt es drei Unterscheidungen zu machen. Ich weiß nicht, die Beispiele sind ganz klar. Ich bin bereit, sie nochmals durchzumachen. Wenn ein Mensch seinem Freund 1000 Dollar gibt und der Freund nimmt das, erhält das, also er nimmt das und glaubt,
dass er das, also er sieht, dass er das von seinem Freund erhalten hat. Und weil sein Freund ein treuer Freund ist und akribisch ist, so gibt er ihm natürlich das, was sein muss. Und er nimmt das an, nimmt dieses Geld an, ohne zu prüfen. Und das wird als Glaube unter dem Verstand angesehen. Warum? Weil, wie steht das geschrieben? Weil er ihm glaubt, das heißt, sein Glaube steht nicht im Widerspruch zu seinem Wissen, zu seiner Kenntnis. Und er glaubt einfach dem, dass das, was der Freund ihm gibt, von vornherein richtig ist. So sieht er seinen Freund von vornherein an. Und weil sein Verstand dem, was geschieht, nicht widerspricht, wird es so angesehen, dass sein Glaube dem Wissen nicht entgegensteht. Und wenn dem so ist, gibt es hier keinen Platz mehr für Glaube. Es ist quasi so, als gäbe es den nicht. Und deshalb wird dies noch nicht als Glaube über dem Verstand angesehen. Wissen wird das bezeichnet, was ich habe. Der Richter hat nur das, was seine Augen ihm zeigen. Wissen bedeutet, dass ich in dieser Welt bin und mein Wissen nutze, das, was ich sehe. Aber Glaube wird das, als was darüber steht. Das ist Bina, welche über Malchut ist. Was daraus folgt, ist, dass ich zur Stufe von Bina gelangen möchte, von Malchut. Und das ist das, was ich tue. Er macht jetzt weiter. Also wir setzen fort im selben Artikel. Ich lese von Auszug 23. Hast du es gelesen, Moshe? Er nimmt 1000 Dollar an und erzählt dreimal. Und er sieht, dass es eine bestimmte Menge gibt, dass sein Freund der Geld zurückgibt und sagt, ich glaube dir, gibt es hier Glaube, gibt es hier Raum für Glauben, wenn er dreimal zählt, dann sieht er auch, dass die Dinge, die er sieht, überprüft ist, wie entsprechend dem der Freund ihm sagte. Er sagt, das ist Glaube innerhalb des Verstandes. Es gibt keinen Raum hier für Glauben. Glauben und Verstand, Glaube und Wissen sind ein und dasselbe. Ja. Und Nummer bei also drittens, drei, als eine weitere Variation, drittes, er zählt das Geld dreimal, die 1000 Dollar dreimal und sieht, dass ein Dollar fehlt. Und dann sagt er zum Freund, ich glaube dir, dass hier 1000 Dollar drin sind. Und so hat er, was er weiß, das sind die 999 und er hat Glaube in Masse eines Dollars. Sodass selbst der Verstand, das Wissen, also Verstand hat er 99 Dollar, aber er sagt, er glaubt ihm, dass das 1000 Dollar sind. Und das nennt man Glaube über dem Verstand. Frage hier ist, fehlt ihm ein Dollar oder gibt es nur einen Dollar und fehlt ihm 99 Dollar oder vielleicht ist der Umschlag ganz leer, vollkommen leer. Wie kann man das machen, wenn er fortsetzt, dem Hören zu glauben, dass das der Hörer, das ist, was der Hörer sagt, das, was ist, entsprechend der Meinung des Verstandes hören, nicht entsprechend des Verstandes unteren. Und er möchte es akzeptieren, als ob dies vom Hören ist, dass dies die Wahrheit ist. Dann erhebt er sich auf die Stufe über den Verstand. Wie kann er überprüfen, was er hat? Er hat hier den gegenteiligen Beweis.
bekommt den Glauben, erlangt den Verstand des Höheren. Aber die Vernunft des Höheren, was als nächstes, wenn er das entfernt, wenn er dementsprechend verhält, als hätte er wirklich den Umstand mit 1000 Dollar, dann wird er beginnen, diese Stufe zu sehen, so wie der Höhere das sieht. Ich bin sehr glücklich, dass ich das gesamte Feld habe, das voller Fragezeichen ist ein Zeichen, dass wir Glaube und Verstand verstehen können, werden und dass wir erfolgreich sein werden. Also wen habe ich hier heute? Mark. 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 Здравствуйте, Раф. Вопрос от товарища. Когда я делаю расчет относительно важности цели? Так, Раф, wir haben eine Frage von einem der Freunde. Wenn ich eine Berechnung anstelle in Bezug zur Wichtigkeit des Ziels, ist dies im Glauben über dem Verstand? Vielleicht. Wie berechnest du denn die Wichtigkeit des Ziels? Wenn das Ziel nicht wichtig ist in deinen Augen, entsprechend dein Intellekt, aber du nimmst es über deinen eigenen Intellekt, dein Verstand, dann, weil es nicht in den Augen des Zehners, der Gruppe, dann arbeitest du, glaube ich, mit Verstand. Hebräer 10. Guten Tag, Raf. Wie kann man denn das Wissen des Höheren erkennen? Die Meinung, Verstand hören, ist die Gruppe. Oder Höher ist das, was dein Lehrer dir sagt. Es gibt einen Artikel darüber ebenfalls. Wie soll ein Mensch zustimmen oder nicht zustimmen, mit der Meinung zu hören? Noch eine Frage bitte. Wie kann ich diese Klärung machen zwischen einem Menschen, der über seinen Verstand geht, und einem Esel, der neben seinem Herrn geht? Über den Verstand ist immer berechnet, entsprechende intellektuelle Empfindung. Baltikum 3. Доброе утро. Постараюсь коротко как-то сказать. Есть ступень, где... Guten Morgen, ich werde versuchen, das in Kürze wirklich zu formulieren. Es gibt Stufen nach dem Glauben über dem Verstand, wenn der Schöpfer den Menschen einen Zustand sehen lässt, der quasi im Verstand ist. Gibt es hier einen Zustand, wo ich sehe, dass der Freund mir, sagen wir, wirklich 1000 gegeben hat oder sogar mehr als 1000 gegeben hat? Wenn ich zuvor weniger gesehen habe und jetzt sehe ich dann mehr. Meine Frage ist, muss der Mensch immer danach streben, im Glauben über den Verstand zu gehen und seinen eigenen Verstand nicht anzunehmen? Oder muss er all das, was vom Schöpfer kommt, so annehmen, dass es vom Schöpfer kommt? Und wenn dem so ist, was ist seine Arbeit in dem Zustand, wo er bereits ein Resultat erhalten hat? Wenn ich versuche, jedes Mal aufzusteigen über den Verstand, dann bedeutet das, dass ich die spirituellen Stufen erklimme. Wenn ich nicht mich bemühe, glaube ich, mit dem Verstand mich zu erheben, dann steige ich nicht auf zu hören will, dann komme ich dem auch nicht näher. So ist das. Ashkelon. Ashkelon. Shalom, Rav. Ashkelon. Ja, Rav. Ist der Glaube über den Verstand der einzige Ausdruck für die freie Wahl des Menschen in dieser Welt? Das ist schön gesagt, ja. Bitte 19. Guten Morgen, Rav. Entschuldigen Sie, ich bin ein bisschen verwirrt hinsichtlich des Glaubens über den Verstand. Glaube ist doch geben.
Also, wenn dem so ist, was bedeutet es, dem Freund zu glauben, was Glaube unter dem Verstand ist? Was ist diese Handlung? Ich glaube, dem Freund bedeutet, dass ich das akzeptiere, was er mir sagt, als den Verstand, als das als Wissen. Das akzeptiere ich, nehme das an. Almata. Guten Morgen, teurer Rav. Danke, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, zu fragen. Eine Frage zum Empfang dieses Geldkuverts und dem Massach. Kann ich mich weigern, auch dieses Kuvert anzunehmen zugunsten der Freunde? Du kannst das ablehnen, den Umstand zu nehmen, dann bist du außerhalb der Überprüfung deines Zustandes. Wo bist du dann bezüglich Spiritualität? Du hast dann keine Klärungen diesbezüglich. Es geht nicht darum, zum Zweck der Freunde oder nicht. Du kannst den Freunden nur helfen, dass sie Handlungen über den Verstand ausführen können. So ist das. Bitte 2. Eine Frage zu diesem Beispiel, das der Rabash hier nutzt, für den Geldkuvert mit dem Geld. Denn wenn ich die Freunde korrigiert sehe, dann ist es eine Sache, aber dieses Beispiel mit dem Geldkuvert, das ist etwas sehr, das ist gar nicht klar. Was, warum ist das nicht klar? Genau das ist doch klar. Du kannst zählen, du kannst wissen, du kannst verstehen, du kannst fühlen. Also nimm nicht Geld, was anderes, nimm etwas Griffigeres, das du den anderen geben kannst, damit er zählen kann. Also du öffnest den Umschlag, es ist ein Dollar dort, du zeigst deinem Freund, der neben dir sitzt und der sagt, was ist es? Was ist das zurückgab? Ein Dollar? Geld ist so materiell. Warum nimmt er so ein Beispiel? Es ist eine Tatsache. Es ist so klar. Es ist so sicher. Nicht sicherer als Geld. Das bedeutet, dass das Materiellste, Grundlegendste sich auch als etwas Trügerisches entfühlen kann? Es ist nicht keine Lüge, sondern du akzeptierst das, um die spirituelle Stufe darüber zu bauen, was entgegengesetzt zu dem ist, was du hast. Chabash wird es immer darüber lachen. Er wollte immer wissen. Also, er hat immer gezahlt, er zählt das Geld immer, man zählt das Geld immer mit seiner Muttersprache. Wie kann der Mensch nicht aus seiner Berechnung austreten? Können Sie das erklären, was es bedeutet, sich nicht zu verwirren, wenn wir hinsichtlich der Integration in der Gruppe sprechen? Nochmal. Sie haben gesagt, du sollst nur deine Berechnung machen. Der Mensch muss nur seine Berechnung machen. Wie soll man sich hier nicht verwirren, dass man sich in die Gruppe integriert, wenn man sich in die Gruppe integriert, dass ich nur meine Berechnung zu machen habe? Nein, nein, nein. Wenn du in der Gruppe eingeschlossen bist, nichtsdestotrotz bleibe ich in meinem Wissen, meinem Verständnis, meiner Berechnung in der Gruppe, in der Krasse an die Gruppe und welchem Verstand ich voll. Ich bin niemals da in bezüglich verwirrt. Ich muss immer genau wissen, entsprechend welcher Regel ich vorankomme. Richtig, nicht richtig, aber das muss klar sein. Ansonsten werde ich niemals das Ziel erreichen. Und
Also geh niemals ohne eine Klärung weiter. Also ich mache was falsch, okay, aber jetzt muss mir klar sein, dass ich etwas falsch mache. Nimm an, heute bin ich in einem Zustand, wo ich vollkommen abgetrennt, verwirrt, wie ein Tier. Aber es ist mir klar, dass mein Zustand so bin ich. Jeden Zustand möchte ich klären, bis zur ganzen vollkommenen Klarheit. Auch, dass ich leide von diesem Zustand, mental und ähnlich, Mangel an Verständnis, Mangel an Vertrauen, alle möglichen Formen, aber ich möchte das wissen, möchte das verstehen, möchte das fühlen, ich möchte es aufnehmen, registrieren, dass es so ist. Moldova. Я вот это состояние веры и высшее знание должен получить от высшего. То есть я вот пересчитал, посмотрел, не хватает. Я должен обратиться к Творцу, чтобы он мне дал. Muss ich diesen Zustand des Glaubens über den Verstand annehmen, so wie er ist? Ich habe zum Beispiel das Geldkuvert gezählt. Muss ich dem Schöpfer glauben, dass er mir diese Geldsumme gegeben hat? Oder muss ich von vornherein sein, schon vorbereitet sein, dass ich im Glauben über den Verstand gehen soll? Du musst versuchen, immer danach schauen, wo kannst du im Glauben über dem Verstand sein. Baltia 3. Guten Morgen, Rav. Mir scheint das in diesem Beispiel, also dieses Geld von Neuem zu zählen. Das bedeutet, dass ich meinen Verstand sehe. Ich sehe die Gegensätzlichkeit. Bloß das Problem ist die Untersuchung, die Prüfung. Wie prüft man das dann? Weil mir scheint, dass viel geschieht. Du zählst dreimal. Und nachdem du dreimal gezählt hast, dann weiß ich, was drinnen ist, und ich kann über Verstand gehen, darin oder darunter. Das Problem ist mit der Untersuchung, mit der Prüfung, weil wie prüft man? Weil mir scheint, dass ich größtenteils einfach gehe, ohne zu prüfen. Das ist ohne Verstand, ohne Verstand. Du nimmst an, was da ist. Du nimmst es und so. So ist das Beste mit uns. Was sagt er uns? Also in diesem Artikel. Von Auszug Nummer 23. Er sagt hier, er nahm 1000 Dollar an von seinem Freund scheinbar und er ist sicher, dass er 1000 nahm, weil sein Freund ist, hat keinen Zweifel daran und er möchte gar nicht zählen. Das heißt, sein Verstand, sein Wissen und sein Glaube sind ein und dasselbe. Es gibt hier keinen Widerspruch zwischen beiden. Weil sein Verstand geht nicht gegen sein Glauben, ist nicht dagegen gerichtet. Du kannst sagen, sie sind zusammen. Also wird das nicht als Glaube über dem Verstand genannt. Zweitens, er gab ihm 1000 Dollar und er zählte dreimal und überprüfte, dass die Menge dort ist. Und dann sagt er, na, ich glaube dir, dass du mir 1000 Dollar zurückgegeben hast. Das nennt man innerhalb des Verstandes. Und nachdem er 1000 Dollar nimmt, dreimal zählt und er nimmt das Wort des Freundes nach allem ernst, dann heißt das über dem Verstand. Lies diesen Auszug immer und immer wieder und Artikel Glaube über dem Verstand und du musst all diese Dinge
sammeln. Akoka, Yanefsi, dass sie für uns sammeln und es arrangieren an einem Ort, sodass wir schönes Material darüber haben. Schöne Menge an Material. Ich weiß, dass so sehr wir darin existieren, nicht existieren, wir werden nicht weiter uns entwickeln. Ich bin glücklich über eure Fragen und dass es viele Fragen gibt. Jeder soll Fragen haben. Und noch eine zweite, eine dritte Frage. Den ganzen Weg bis zum Ende der Korrektur werden wir Fragen haben über den Glaube, über den Verstand. Denn nur dadurch kommen wir voran. Das heißt von Malchut zu Bina, Malchut zu Bina, Malchut zu Bina. So steigen wir auf, so erklimmen wir die Leiter. Okay, machen wir weiter. 24, Moshe, ja? Anu zrichim la'amin be'emunat chachamim, ma she'em omrim lanu, she'kol avoda shelanu lo chashuv be'ezo tzura anu uvdim. Unsere ganze Arbeit ist egal, wie wir sie ausführen, denn wenn der Mensch die Arbeit dem Schöpfer zuschreibt, auch wenn sie in der Niedrigkeit erfolgt, so genießt der Schöpfer dies. Und der Schöpfer muss sich bemühen, immer in Freude zu sein, davon, dass er Handlungen ausführen kann, während er in einem Zustand der Niedrigkeit ist. Und der Mensch muss sich selbst sagen, dass er diese Arbeit genießt, wo er vollkommen über dem Verstand arbeitet. Gemäß dem, was der Intellekt einem sagt, wird diese Arbeit nicht als Arbeit bezeichnet. Das heißt, eine wichtige Arbeit, von der der Schöpfer Genuss schöpfen kann. Doch der Mensch glaubt an die Weisen, welche sagten, dass der Schöpfer doch genießt. Und das ist über dem Verstand. Also bedeutet das, hier geben sie uns eine weitere Facette davon, denn ich mag in einem Zustand sein, wo ich mich schlecht fühle. Ich kann meinen Zustand nicht rechtfertigen, dass es zu mir vom Schöpfer kommt, dass ich mich schlecht fühle. Ich muss sagen, dass ich jeglichen Zustand akzeptiere, jeden einzelnen Zustand, der zu mir kommt vom Schöpfer, denn es gibt ja niemanden außer ihm. Und deswegen nehme ich jeglichen Zustand als vollkommen perfekt an. Und wenn ich in meiner Wahrnehmung, meiner Empfindung, meinem Verständnis fühle, dass das nicht gut ist, dann ist es ein Zeichen, dass ich meine Gefäßempfangens korrigieren muss, mein Empfangsgefäß, und dann wird alles umgedreht sein für mich. Und dann werde ich die Welt der Wahrheit erlangen. Und natürlich muss ich einen Zustand erlangen, wenn wir glauben, das, was wir glauben, dass wir fühlen, dasselbe sein wird. Das ist ein Zeichen, dass wir die Stufe erlangt haben. Und dass er dann noch auf eine höhere Stufe aufsteigt, Glaube und Verstand. Das heißt, sie haben Augen und sie können nichts sehen. Und dann wieder sich erheben und wieder erlangen sie neue Sichtweise. Und so gehen wir mehr und mehr, steigen wir auf jeder Stufe. Nochmal Zitat Nummer 24. Wir müssen daran glauben, was die Weisen uns sagen. Welche sagen, dass ganz egal, welche Arbeit wir ausführen und in welcher Weise wir es ausführen, wenn der Mensch diese Arbeit dem Schöpfer zuschreibt, so genießt es der Schöpfer, auch wenn der Mensch in größter Niedrigkeit wäre. Der Mensch muss sich bemühen, in Freude zu sein, dass er Handlungen ausführen kann in dem Zustand, wo er in Niedrigkeit ist. Und der Mensch muss sich selbst sagen, dass er diese Arbeit genießt, welche komplett über dem Verstand ist.
denn entsprechend dem, was der Intellekt, wozu der Intellekt verpflichtet, wird diese Arbeit nicht als Arbeit angesehen, das heißt als keine wichtige Arbeit, die der Schöpfer genießen sollte. Doch der Mensch glaubt an die Weisen, welche sagten, dass der Schöpfer doch genießt. Und das ist über dem Verstand. Herr Schöpfer ist vollkommen. In jeglichem Zustand, in dem wir uns befinden, wird betrachtet als vollkommen in seinen Augen. Nichts verändert sich für ihn. Ich, der Herr, verändere mich nicht. Und so müssen wir verstehen, dass die Zustände, die wir durchlaufen, unser ganzes Leben lang von den Zuständen, die als die besten in unseren Augen betrachten, dann bis zu den Zuständen, die als die dunkelsten betrachten, wir als dunkelste betrachten. Jeglicher Zustand ist vollkommen für den Schöpfer. Derjenigen, der nur vollkommen ist und sich nichts verändert an ihm, nichts verändert sich im Vergleich zu ihm. Wenn wir zu solch einem Zustand kommen können, dann bedeutet das, dass wir das Ende der Korrektur erlangt haben. Und daher besteht unsere gesamte Arbeit darin, in jeglichem Zustand, so sehr es möglich zu sehen, dass unsere Zustände vollkommen sind, perfekt, in Glaube über dem Verstand. Und so natürlich, wenn wir uns weiterentwickeln mehr und mehr, sehen wir innerhalb des Verstandes, dass unsere Zustände schlimmer und schlimmer ist. Malchut und Kete. Und dann in dem Maße, wie er mehr Malchut hat, kommt mehr Licht in Kette. Und deswegen hängt es davon ab, an was wir uns anhaften. Wenn wir uns anhaften an Malchut und verlangen zu empfangen, dann fühlen wir uns jedes Mal schlechter, jedes Mal. Mehr verdorben, mehr im Verlust. Wohingegen, wenn wir uns anheften an Kete, an den Schöpfer, dann sind wir uns jedes Mal als verbunden, als angehaftet an ihn, die höhere Kraft, mehr und mehr. Und so können wir vorankommen. Kap Yu 1. Friends, I have a question about. Ja, Freunde. Ich habe eine Frage über den Verstand. Ist es gegen den widersprüchlichen Verstand der Empfindung im Laufe des Tages? Ist das im Glauben im Verstand oder nur in der Arbeit im Zehner? Oder Pam? Sagt bitte nochmal. Repeat, please. Bitte wiederholen nochmal. Nein, Kavio sagt, gegen den Verstand zu gehen, die Widersprüche, Verstand und Glaube. Ist das auch als Glaube und Verstand betrachtet oder nur in der Arbeit im Zehner kann dort nur Glaube und Verstand existieren? Ich sage, nur im Zehner, nur bezüglich den Zehner, bezüglich spirituellen Zuständen. Deine inneren Zustände, die du verbindest mit dem Zehner, aber nicht in deinem regulären Leben, in der Arbeit, Familie. Nein, dort musst du dem Verstand folgen. Später werden wir lernen, wie auch dort wir über den Verstand sein können. Aber um Verwirrung zu vermeiden, wo immer du dich befindest, wo immer du in Kontakt bist mit gewöhnlichen Menschen, sei so wie alle anderen auch. Beersheva. Guten Morgen. Eine Frage. Nachdem ich Glauben und Verstand erlangt habe auf der Stufe, dann der Mangel, Chisaron des Umschlags
wird dann erfüllt sein, das sehe ich dann 1000 anstatt 999? Und Ra sagt, das ist eine schöne Frage. In deinen Augen wird das voll sein, aber nicht voller Dollars, sondern voll der Größe des Schöpfers. Der Schüler sagt, also ich kämpfe gegen den Angestellten bei der Bank, aber mit einem Freund. Und er sagt, nein, das hat nichts zu tun mit dem Bankangestellten, aber dem Freund musst du glauben. Und der Schüler sagt, nein, ich kämpfe mit dem. Er sagt, ich 999 und ich sage 1000. Und er sagt, das gehört nicht zu unserer Arbeit. Also, das gehört nicht zu diesem Beispiel. Lass dich nicht verwirren hier. Moskau 7. Als eine Gruppe, das ganz nur, glaube ich, im Verstand gehen und Unterstützung das ist der Trick, das sind die Mittel, das ist ein besonderes Instrument, wo man sich erheben kann von einer körperlichen Stufe auf die spirituelle Stufe, von einer kleinen spirituellen Stufe auf eine größere spirituelle Stufe, nur indem man die Meinung des Höheren akzeptiert. Wenn du bist wie jemand, der aufsteigt auf eine höhere Stufe und geboren wird auf eine höhere Stufe und wieder geboren wird und noch geboren wird. Wenn du akzeptierst den neuen Zustand, wie eine Geburt annimmst, wo nichts bleibt vom vorhergehenden Zustand, du nimmst die Meinung, den Verstand des Höheren, und du fortschreitest daran. Wir sehen das wie Kinder, so soll es sein, und sie sagen, die akzeptieren das und sie sagen dir das. Nicht nur, so ist es nicht nur bei den Kindern, von Menschenkindern, sondern auch bei kleinen Kindern, Tierkindern. Latin 6. Hallo Raf, in unsere Arbeit. Unsere Arbeit besteht über den Verstand zu gehen, soll das bezüglich unserer Beziehung der Dollars, die uns fehlen, entsprechen der Absicht, wenn wir all sehen wollen, dass das ganze Geld bezahlt wurde. Und Rav sagt, unsere Arbeit im Glauben und im Verstand sollte so sein, aus unserem Verlangen angehaftet sein an den Höheren. Dann betrachten wir dieses Spiel als eine Möglichkeit zur Anhaftung mit dem Schöpfer, mit dem Höheren. Mag 2. Mikrofon, Jura. Mikrofon, Jura. Hallo, lieber Raf. Wenn wir über Glauben über den Verstand sprechen, dann scheint es, dass das eine freie Handlung sei. Dass wenn du diese Eigenschaft hast, also wer kommt das im Menschen? Darauf sagt, Glaube über den Verstand kommt uns von oben. Von oben, sie geben dir ein besonderes Spiel, so wie das, was in dieser Welt existiert. Du hast schon über Wahrnehmung von Wirklichkeit gehört. Wahrnehmung von Wirklichkeit ist, dass wir uns vorstellen als diese Welt. Wir stellen uns vor eine große, weite Welt vor unseren Augen, voller Galaxien, Raum, riesigen Kosmos, alles. Wir sehen auch den Planet Erde, die Menschen voller Dinge. Und Kabbalisten erklären uns. Und wir werden das selbst sehen, bald schon,
dass speziell durch diese Übungen von Glaube über den Verstand, Kabbalisten erklären uns also, dass dies alles, das geht alles, ist alles in uns. Ich sehe mehr, viele Menschen, aber das, nein, es gibt keine anderen Menschen. Nur ich existiere, was in mir stattfindet, als ob, wie in einem Traum, wo wir verschiedene Handlungen fühlen, verschiedene Ereignisse, die stattfinden. All das passiert in mir und ich fühle ganze Wirklichkeit, ganze Welt. Und du kannst sagen, kannst überprüfen, schläfst du oder nicht, wenn du dich zwickst? Nein, das hilft nicht. Du akzeptierst deine Wirklichkeit, die sich in dir befindet, die dir erscheint, dass sie von außen geschieht. Aber alles passiert ja in dir, in deinem Kopf, in deinen Empfindungen. Alles, was da passiert, diese große, weite Welt, die Vielzahl an Menschen, all das befindet sich in deiner Seele. Und so siehst du das und nichts mehr. Die Frage ist jetzt die, wie kann ich das anders sehen? Und so erklären sie dir, wie du das sehen kannst. Jetzt steigen wir auf in dem Aufstieg deiner Seele, wo du höhere Wahrnehmung wahrnimmst. Das geschieht durch Glaube über dem Verstand. Erneuerst du dich selbst jedes einzelne Mal und so steigst du auf. Und so, mit solchen Handlungen kannst du aufsteigen und dich entwickeln. Und deswegen, durch Glaube über den Verstand, verändern wir unsere Wirklichkeit. Wir beginnen, die wahre, echte Wirklichkeit zu sehen. Dass die ganze Wirklichkeit sich in uns befindet, nicht außerhalb. Und wenn wir Glaube erlangen, einen größer als mein gegenwärtiger Verstand, dadurch erneuern wir unsere Wahrnehmung, unsere Beschreibung der Wirklichkeit und so entwickeln wir uns. Fokusgruppe. Den Verstand meines Freundes zu erlangen. Er sagt, ich habe nur die letzten drei Worte gehört. Pascal aus Kongo stellt die Frage, was kann mir helfen, den Verstand meines Freundes zu erlangen? Er sagt, also ich würde sagen, mich mit ihm zu verbinden, dass sein Verstand wird mein Verstand sein. Danke. Robot. In dem Fall, dass das Ego verletzt ist. Nimm an, ich habe diese Störung, mein Ego gestört und so sage ich, okay, so fühlt es mein Ego. Auf der anderen Seite ändert es nicht meine Empfindung. Und Rav sagt, also muss in beiden Formen sein, im Ego, das verletzte Ego und auf der anderen Seite im Glauben, dass ein Schöpfer kommt. Der Schüler sagt, und wenn ich eine andere Empfindung fühle, dass der Schöpfer sich erfreut, dass ich mich erfreue, dass der Schöpfer sich freut, trotz meinem Ego. Er sagt, in dem Maße, wie es Glaube über dem Verstand ist, erfreut sich der Schöpfer mehr daran. Haifa 2. Der Schüler sagt, wenn ich den Umschlag des Freundes empfange, ich habe die Arbeit gemacht, ich stieg auf über den Verstand und sehe es schon 1000. Kann ich jetzt diese 1000 benutzen und dem 10er zurückgeben als diese Größe? Er sagt,
du, ja, ich möchte ein Körper, ich muss ein Geschäft machen aus dem Spirituellen. Schön, schön. Versuch es. Lassen wir dich das sehen, ob du es schaffst, wo du hinkommst. Wir müssen darin sehen, wenn du dich erinnerst, wie David, er sagt, den Schüler von Rabbi Elimelech, was ist das Maß des Glaubens an seinen Raffen? Also wir sitzen am Abend voll Austritt im Shabbat, wir haben nichts, waren sehr arm. Und dann der Raff sagte mir, David, nimm Geld, damit wir Getränke kaufen können. Ich habe meine Hand in die Tasche gesteckt und ich habe Geld rausgezogen und habe das ihm übergegeben, um Getränke zu kaufen. Wie kann das sein? Es gab kein Geld in seinen Taschen. Und er war doch nicht zweimal, sondern wenn der Höhere sagt, da ist Geld, dann steckt er die Hand in die Tasche und es zieht Geld heraus. Ist das wahr oder ist das eine Lüge oder war das ein Witz? Denk darüber nach. Lass es eine Weile auf dich wirken, dann wirst du sehen, wie es funktioniert. Also lasst uns übergehen zu Latin 4. Hallo, lieber Raf, liebe Freunde. Du sagst, weiß, wie man diese Mitzvah des Glaubens über den Verstand erlangt, das findet im Zehner statt. Bezüglich allem, was sie uns lehren, soll ich das überprüfen oder prüfen innerhalb des Verstandes oder über den Verstand gehen? Er sagt, du sollst es auch über den Verstand annehmen, aber gegründet auf was glaubst du mir? So ist das. Okay, Freunde, wir werden übergehen. Ah, wir haben noch Afrika. Afrika. Hello. Hallo, Raf. Hallo. Schüler sagt, auf der einen Seite sehen wir immer im Verstand, wir sehen nur einen Dollar, aber über den Verstand sollen wir das annehmen, dass es 1000 Dollar sind. Was müssen wir machen innerhalb des Verstandes? Müssen wir das wissen? Müssen wir das vermindern? Raf sagt, nein, nein, nein. Wir hatten solche Fragen auch zuvor schon. Wir erheben, entweder verlasse ich meinen Verstand und auch über den Verstand und ich sehe den Unterschied, die Lücke zwischen diesen beiden. Diese Lücke ist die Lücke zwischen Malchut und Bina und ich lasse das so stehen. Denn auf der einen Seite heißt es, der Richter hat nur, was seine Augen sehen. Das ist Malchut. Und zusammen damit muss ich dagegen gehen mit dem Verstand des Höheren. Das heißt Bina, Glaube. Und dann zwischen den Zweien, wegen Widerspruch, Verstand, Malchut und Bina, mit dem Verstand und Glaube und Verstand, dort beginne ich die höhere Welt zu entdecken, die spirituelle Wirklichkeit. Und ihr werdet sehen, wir langsam, langsam beginnen, wir das umhüllen, in Worte packen, sodass man das vom einen zum anderen übergeben kann. Und dann werden wir wiederholen und so werden wir vorankommen. Und wir haben so viele Leute mit Fragezeichen, was kann ich machen? Kaukas. Guten Morgen. Ich muss die Glauben der Weisen mit geschlossenen Augen annehmen.
как $1000. И sollte also diesen Glauben der Weißen akzeptieren, der Weißen und mit geschlossenen Augen muss diese $1000, muss meine Überprüfung, mein Test. Was sagt, du überprüfst? Also der Test ist über dem Verstand und dann innerhalb des Verstandes und dann gegen den Verstand zu gehen, entgegengesetzt deines Verstandes. Ashkelon. 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 Hallo. Ist Glaube über dem Verstand, heißt das auch, das Fässer, der Zugriff auf Achab, das Hören, ist notwendig, dass es den Amalek erweckt? Er sagt, nein, vermisch das nicht alles zusammen. Aber ja, das heißt Festhalten des, an den Hören, Achab, das Hören, ja. PT 25. David fragt, nach allem, was wir gelernt haben, vor schon eine ganze Weile, aber glaube dem Verstand, wie können wir das benutzen, um Ergebnis im Zehner zu haben, wie Liebe der Freunde oder Verbindung? Es ist ja genau, glaube ich, über den Verstand zu gehen, dass du nicht Liebe gegen deinen Freunden fühlst, sondern im Gegenteil, du willst einander, ihr wollt einander umbringen und ihr arbeitet daran im Glauben und in der Liebe, möchtet Liebe erlangen. Es ist wie alles sich darum dreht, um dieses Prinzip, alles, worüber wir gesprochen haben, beginnt, das alles sich zu verbinden. David fragt, also im Gefäß des Hören ist der Zehner perfekt, vollkommen, alles sind verbunden und was immer innerhalb des Verstandes erscheint, ist nicht so und das ist die Lücke und darüber müssen wir uns erheben. Das sagt richtig und ich halte fest an diesem Widerspruch, diesem Paradox, dass ich nicht das verschmelzen kann, das eine mit dem anderen. Das ist der Unterschied zwischen Bina und Malchut. Ich kann das nicht zusammenbringen. Das ist der Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf, das in mir erzeugt wurde und dann hefte ich mich an einen Schöpfer als im Gegensatz zu dem, wie ich mir an mich, an meinen tierischen Zustand festhalte und so entwickle ich und komme voran. Ja, Moskau 3. Moskau 3. Ich sehe sie überhaupt nicht. Gut. In Ordnung. Okay. Moshe. Jetzt gehen wir über zu was anderem oder Punkt 25 war es, ich weiß nicht. Lasst uns lesen, 25, Auszug Nummer 25. Moshe sagt, wir lesen 25 vom Artikel, wann soll man Stolz in der Arbeit benutzen von Rabash? Ein Mensch sollte sagen, dass obwohl er sich in totaler Niedrigkeit befindet, das heißt, er ist immer noch in der Selbstliebe eingedrungen und er kann überhaupt nichts tun über dem Verstand, wird er Schöpfer ihm ein Gedanken, Verlangen zu geben, sich in Torah und mit Zwot zu beschäftigen. Und er hat ihm auch Kraft gegeben, um in der Lage zu sein, die Spione zu überwinden, die zu ihm sprechen und seinen Verstand pieksen mit ihren Argumenten. Und dennoch, er hat ein Zugriff auf das Spirituelle. Zu jener Zeit soll der Mensch darauf achten und glauben, dass der Schöpfer ihn führt und leitet auf seinem Weg, der zum Königspalast führt. Das heißt, es soll glücklich sein, dass der Schöpfer über ihm wacht und ihm die Abstiege ebenfalls gibt. Das heißt, der Mensch soll glauben, so sehr er es verstehen kann, dass der Schöpfer ihm die Aufstiege gegeben hat. Denn ganz sicher kann der Mensch nicht sagen, dass er selbst die Aufstiege annimmt,
sondern dass der Schöpfer ihn näher heranziehen möchte. Und deswegen gibt er ihm die Aufstiege. Genauso. Ein Mensch soll glauben, dass der Schöpfer ihm die Abstiege gibt, ebenfalls. Denn er möchte ihn ebenfalls näher an sich heranziehen. Und deswegen jegliche einzelne Sache, die er tun kann, er muss sie tun, als ob er in einem Zustand des Aufstiegs sei. Und deswegen, wenn er auch nur ein bisschen überwindet während des Abstiegs, dann heißt das eine Erweckung von unten. Jede Handlung, die er vollführt, glaubt er, dass dies der Wille des Schöpfers ist, und dadurch selbst wird er belohnt werden mit größerer Herannäherung. Das heißt, dass der Mensch selbst beginnt zu fühlen, dass der Schöpfer ihn näher herangebracht hat. Wir lesen nochmal. Als im Artikel, wann soll man den Stolz nutzen in der Arbeit? Von Rabash. Ein Mensch sollte sagen, dass obwohl er sich in vollkommener Niedrigkeit befindet, das heißt, er ist immer noch in Selbstliebe eingedrungen ist und er kann nichts tun über dem Verstand. Gab ihm der Schöpfer einen Gedanken und ein Verlangen, sich in Torah und Mitzvot zu beschäftigen. Und er hat ihm auch gewisse Kraft zu geben, um die Spione zu überwinden, die zu ihm sprechen und seinen Verstand mit ihren Argumenten pieksen. Und dennoch hat er ein gewisses Festhalten am Spirituellen. Zu jener Zeit muss ein Mensch darauf achten und glauben, dass der Schöpfer sich an ihn wendet und ihn führt auf dem Weg, der zum Königspalast führt. Und daraus folgt, dass er glücklich sein soll, dass der Schöpfer über ihm wacht und ihm die Abstiege ebenfalls gibt. Das heißt, ein Mensch sollte glauben, so sehr er es verstehen kann, dass der Schöpfer ihm die Aufstiege gibt. Denn ganz sicher kann der Mensch nicht sagen, dass er selbst die Aufstiege empfängt, sondern dass der Schöpfer ihn näher heranziehen möchte. Und deswegen gibt er ihm die Aufstiege. Genauso muss ein Mensch glauben, dass der Schöpfer ihm die Abstiege gibt, ebenfalls. Denn er möchte ihn näher heranziehen. Deswegen, jede einzelne Sache, die er tun kann, die muss er tun, als ob er sich im Zustand des Aufstiegs befände. Und daher, wenn er auch nur ein wenig überwindet während des Abstiegs, dann nennt man das eine Erweckung von unten. Jegliche Handlung, die er ausführt, er glaubt, dass es der Wille des Schöpfers ist. Und dadurch selbst wird er belohnt mit größerer Herannäherung. Das heißt, dass der Mensch selbst zu fühlen beginnt, dass der Schöpfer ihn näher herangebracht hat. Ra fragt, wie helfen wir einander im Zehner, den Abstieg, in dem wir uns befinden, dass es uns absichtlich passiert, vom Schöpfer gegeben ist und wir müssen den Abstieg in einer speziellen Weise, in richtigen Weise annehmen. Also was müssen wir einander erklären oder selbst einander, wenn wir den Abstieg vom Schöpfer bekommen und dass dies uns tatsächlich helfen wird zum spirituellen Aufstieg? Bitte, geht voran im Workshop nochmal. Wie helfen wir einander, einer dem anderen, dass genau dadurch, dass der Abstieg von oben kommt, speziell vom Schöpfer, das Verlangen zu empfangen, hat eine Vergrößerung erfahren, angewachsen. Und so akzeptieren wir das von oben, sodass wir über dem Verlangen zu empfangen mit größerem Glaube mit dem Verstand, dass wir auf eine noch höhere spirituelle Stufe aufsteigen müssen.
sprecht darüber. Wir müssen einander unterstützen und im Grunde die ganze Zeit den Freunden die Größe des Zieles zu geben. Sowohl wenn ich im Aufstieg befinde, auch wenn ich mich im Abstieg befinde, auf diese Weise bauen wir ständig dieses Feld auf. Und in diesem Feld entwickeln wir uns ständig weiter. Nächster Freund. Die Abstiege sind uns speziell vom Schöpfer gegeben. Zuerst mal, in dem Moment, wo ich einen Abstieg bekomme, ist ein Zeichen, dass wir gut gearbeitet haben, dass wir uns vorangeentwickelt haben. Wir können nicht im selben Zustand bleiben. Wir müssen vorankommen, weiter zu mehr geben und uns ein neues Verlangen zu geben, das nicht, noch nicht korrigiert ist, und dass die Belohnung, der Preis, gut gearbeitet haben, der auf der gegenwärtigen Stufe oder vorhergehenden Stufe, und dass wir aufsteigen zur nächsten Stufe. Und wir können das nicht tun, ohne gebrochen Verlangen zu empfangen. Jetzt haben wir die Wichtigkeit des Ziels gemeinsam oben, dass wir aufsteigen möchten auf die nächste Stufe. Nächster Freund. Und dass wir den Freund größer, den Schöpfer größer machen, um die Wichtigkeit des Ziels, das ist die beste Erklärung, die wir einander geben. Dadurch setzen wir einander ein Beispiel. Dadurch nimmt jeder sein eigenes Beispiel, welche Beziehung zu geben. Und nächste Freund, ich denke, die Erklärung ist nicht verbal. Wir müssen nur sicherstellen, dass jeder in guter Stimmung ist, erhabener Stimmung, in der Lage ist, teilzunehmen. Dann wird die Erklärung selbst kommen, aus dem, was wir im Innern fühlen. Nächster Freund. Ja, wir haben bereits darüber gesprochen, über das spirituelle Feld, das erlangt wird über den Verstand. Und wenn in einem Verstand, dass du dich im Abstieg befindest, dann kommt es auch, um dir zu zeigen, dass du einen gewissen Fortschritt bist, selbst wenn das sich im Verlangen noch nicht so anfühlt. Nächster Freund. Das Verlangen zu empfangen zeigt uns diese Welt, all diese Zustände, die wir durchlaufen. Die Freunde müssen die Welt der Wahrheit mir vorstellen, dass wir im höheren Licht der Liebe uns befinden. Nächster Freund. Also, ich möchte dem Schöpfer ehren und nicht in diesem Zustand verbleiben. Rav sagt, also Moshe, vielleicht werden wir fort. Auszug Nummer 26. Die Bedeutung des Exils. Ein bisschen mehr Anstrengung, Freunde. Wir haben wirklich einen großen Sprung gemacht heute. Und wir erkennen, wie wir zur höheren Welt bezogen sind, im Gegensatz zu unserer Welt, wie wir auf beide Stufen aufrecht erhalten und wie wir die neue spirituelle Stufe erlangen. Wir haben wirklich einen Sprung gemacht. Also investiert ein bisschen mehr Anstrengung. Wir sind im Auszug Nummer 26 vom Artikel Die Bedeutung des Exils, Rabash. Als er mit der Arbeit begann, muss es eine gewisse Freudenbelohnung gegeben haben, für welches der Körper der Arbeit zustimmte. Danach, als ihm erlaubt wurde zu sehen, dass es um des Schöpfers Willen gab, weil eine Mitzwa induziert, und er darum bitten musste, dass er aus dem Exil befreit wird, dann floh er aus dem Exil. Wie floh er aus dem Exil? Indem er sagt, dass er in dieser Arbeit, dass ihm diese Arbeit nicht gelingen wird. Also was tut er? Er begeht Selbstmord. Das heißt, er verlässt die Arbeit und kehrt zum körperlichen Leben zurück, welches als die Bösen in ihrem Leben werden als tot bezeichnet, angesehen wird. Daraus folgt,
dass er dort, wo er um Erlösung aus dem Exil hätte bitten sollen, er aus dem Exil flieht und Selbstmord begeht. So steht es geschrieben, die Wege des Herrn sind gerade, die Gerechten werden in ihnen wandeln und die Übertreter werden in ihnen scheitern. Er sollte jedoch über dem Verstand gehen. Ein Abstieg in der Spiritualität bedeutet nicht, dass er jetzt keinen Glauben hat. Vielmehr muss er jetzt mehr Arbeit leisten. Und der vorhergehende Glaube wird im Vergleich zu diesem Arbeit als Abstieg betrachtet. Wir lesen noch einmal. Punkt 26. Als er mit der Arbeit begann, muss es eine gewisse Freude und eine Belohnung gegeben haben, zu welchem der Körper dieser Arbeit zustimmte. Danach, als er ihm erlaubt wurde zu sehen, dass es um des Schöpfers Willen geht, weil eine Mitzwa induziert, und er darum bitten musste, dass er aus dem Exil befreit wird, dann floh er aus dem Exil. Wie flieht er aus dem Exil? Indem er sagt, dass ihm diese Arbeit nicht gelingen wird. Also was tut er? Er begeht Selbstmord. Das heißt, er verlässt die Arbeit und kehrt zum körperlichen Leben zurück, welches als die Bösen in ihrem Leben werden als tot bezeichnet. Daraus folgt, dass er dort, wo er um Erlösung aus dem Exil hätte bitten sollen, aus dem Exil flieht und Selbstmord begeht. So steht es geschrieben, die Wege des Herrn sind gerade. Die Gerechten werden in ihnen wandeln und die Übertreter werden in ihnen scheitern. Er sollte jedoch über dem Verstand gehen. Ein Abstieg in der Spiritualität bedeutet nicht, dass er jetzt keinen Glauben hat. Vielmehr muss er jetzt mehr Arbeit leisten und der vorhergehende Glaube wird im Vergleich zu dieser Arbeit als Abstieg betrachtet. Mag du. Raff, mag Nummer du. Zwei, bitte. Ah, Enschila. Yes. Keine Frage. Sie sagten, dass in der Familie und in der Arbeit hat man ein Ziel im Verstand, um nicht verwirrt zu werden. Jetzt, all die Schwierigkeiten, die ich habe mit meiner Familie, in der Arbeit, wenn ich es dem Schöpfer zuschreibe, dann bin ich verwirrt. Also ist das die richtige Herangehensweise? Ich empfehle, die Arbeit über den Verstand zu nutzen, nur in der spirituellen Arbeit. Das ist das Erste. Zweitens, ich bitte alle von euch, sprecht näher ans Mikrofon. Andererseits hören wir den Raum im Hintergrund. Also sprecht nur gerade bitte in das Mikrofon. Und dann wird jeder euch klar und deutlich verstehen. Georgia, der Georgien. Jeden Tag haben wir viele Möglichkeiten, über den Verstand zu gehen. Und jedes Mal finde ich, dass ich es versuche, aber ich habe keinen Erfolg. Also, wohin führen all diese Anstrengungen, dieser Mangel, dieses Gebet? Ist das, diese Kasse zu füllen? Sind das die Leiden der Liebe? Nein, diese Bitte. Es gibt hier kein Ergebnis dieser Arbeit, dieser ganzen Arbeit. Wir bitten den Schöpfer, dass er uns voranentwickelt. Und dass wir unsere Bitte besser und besser stellen, dass unsere Verlangen wie seine Verlangen werden. Das ist alles, was wir tun. Und daneben benötigen wir kein Leiden, wir benötigen nichts anderes. Natürlich benötigen wir all diese Gefühle, damit wir besser ausgerichtet werden. Aber der wünschenswerte Zustand ist, wenn wir
In Anheftung mit dem Schöpfersein werden, das heißt, jedes Mal erhebt er uns zu einer größeren spirituellen Stufe. Wir stimmen zu, angeheftet zu sein auf dieser Stufe. Okay? Moskau Nummer 7. Eine weitere Frage. Wir haben einen Freund, der krank ist. Welches Gebet in Bezug zu was wir gesprochen haben, im Glauben über dem Verstand, sollten wir bitten als Gruppe? Mirav, ich verstehe nicht. Ihr seht, dass er krank ist, ihr seht, dass er Heilung benötigt, er braucht Gesundheit. Also woher kommt es? Vom Schöpfer. Vielleicht auch von anderen Bedeutungen, von Ärzten und so weiter. Aber wir sollten an den Schöpfer bitten, dass er seine Gesundheit wiedererlangt. Auf eine normale Art und Weise versteht ihr, der Schöpfer hört nicht deine Worte, mehr oder weniger schöne Worte. Er fühlt das Herz des Menschen, wie sehr man fokussiert ist auf den Patient und auf den Schöpfer. Ihr müsst euer Herz vereinen in der Gruppe, um ein Herz zu sein, damit ihr den Patient fühlt, den kranken Menschen und den Schöpfer. Und in eurem gemeinsamen Herzen kommen sie zusammen. Und das ist der Weg zur Heilung. Kiew Nummer 1. Sie haben uns erzählt über dieses berühmte Beispiel, wenn der, als der Lehrer dem Studenten erzählt hat, das Geld aus seiner Tasche zu nehmen, und er hat nicht es gezählt und er hat keine Berechnung gemacht, er hat nur seine Hand in die Tasche gestellt und das Geld genommen. Also wie können wir das tun in unserer Arbeit? Wie können wir dieses Beispiel erklären in unserer Arbeit im Zehner? Ja, dies wird, glaube ich, über den Verstand genannt. Er wusste, dass er nichts hatte in seiner Tasche, richtig? Aber als der Lehrer ihm gesagt hat, der spirituelle Lehrer ihm gesagt hat, nimm das Geld aus deiner Tasche, hatte er keine Zweifel, dass das Geld dort sein muss, worüber der Lehrer gesprochen hat. Das ist eine unterschiedliche Stufe der Wirklichkeit. Also er hat seine Hand in die Tasche gesteckt und hat sie herausgezogen. Uns ist verboten, in der spirituellen Welt zu verurteilen, die spirituell auf der Stufe dieser Welt oder von der höheren, so wie wir uns mit Kindern verhalten. Wir möchten verstehen, warum ein Kind weint, was geschieht in ihm. Wir müssen uns auf seine Stufe begeben. Wir müssen verstehen, warum er so denkt, warum er weint. Wir können dies nicht verstehen von unserer Stufe. Wir sehen nur ein einzelnes Phänomen. Also die Wissenschaft der Kabbalah befasst sich damit, dass wir uns einkleiden in den höheren Zustand. Und dann entdecken wir und wir fühlen, wo wir all die Anleitungen erhalten, woher, wo wir, welche wir, durch welche wir gelenkt werden. Sogar jetzt gibt es dieses Gefühl, wenn Sie uns darüber erzählen, über diese Münze in Bezug zum spirituellen Zustand, das vor uns liegt. Also wie können wir uns darin eingleiten, damit wir euch folgen auf die bestmöglichste Art und Weise und damit wir dieses Geld nehmen aus unserer gemeinsamen Tasche. Setzt fort, nimm es. Ihr befindet euch im Punkt der Endkorrektur, dem wahren Zustand. Das ist der wahre Zustand. Und sofort erschafft für uns, damit wir fühlen, damit wir wissen, wie wir dazu gelangen. Und ohne den richtigen Mangel. Deshalb befinden wir uns in unterschiedlichen Zuständen. Aber wir sind bereits im richtigen Zustand.
Also nimm, stecke deine Hand in die Tasche und nimm die Endkorrektur damit auf. Enthüllen Sie uns bitte, was ist diese Arbeit dieser Studenten in diesem Moment? War es eine Bitte? Von dem man nichts gesehen hat und plötzlich hat man diese Stufe erkannt. Er hatte dies nicht gesehen, Vlad. Er hatte sich nicht darum gesorgt. Er hatte sich nur darum gesorgt, der Reihenfolge des Lehrers zu folgen. Der Lehrer ist ein spiritueller Führer, er zeigt den Weg. Er lehrt nicht in der Spiritualität, er zeigt ihm nur den Weg. Und was immer er dir sagt, du musst ihm folgen mit geschlossenen Augen. Und das ist, wie man sich entwickeln kann. Ja, Moshe? Rav Yaniv hat uns eine Geschichte gesandt, wenn Sie möchten, dass wir dies lesen. Ja, Vlad, warte eine Sekunde. Wir kommen wieder zurück zu dir. Lass uns diese Geschichte hören. Also zwei Studenten, Yaniv C. und von Moskau, waren die Geschichte gesandt. Das war von Martin Buber. Rabbi David Lekes, der Student von Rabbal Shem Tov, fragte den Hasiden seines Schwiegervaters, sein Rabbi von Tschernobyl, glaubst du an den absoluten Verstand? Also was sagen Sie, dass Sie absoluten Glauben haben? Nun, ich wünschte euch zu sagen, was Glauben bedeutet. Und Rabbi David setzte fort, in einen der Samstage hatten wir in der dritten Mahlzeit mit der Mahlzeit von Baal Shem Tov, wie gewöhnlich, bis spät in die Nacht. Und später haben wir das Essen gesegnet, wir haben gegessen und sofort haben wir gebeten, das Marif-Gebet, und er sagte Haftalah, und sofort saßen wir und aßen die Mahlzeit. Und wir waren alle sehr arm. Wir hatten nicht eine einzige Münze, mehr noch, sogar am Samstag, noch weniger am Samstag, obwohl dies der Fall war. Als Baal Shem Tov mir erzählt hat, danach, nach der Mahlzeit, David, gib uns Geld für Honigwasser. Und ich hatte mein Geld in meine Tasche gesteckt, obwohl ich wusste, ich hatte nichts darin. Und ich hatte eine goldene Münze herausgezogen. Und ich gab ihnen die Münze, um Honigwasser zu kaufen. Okay, Vlad. Also, bitte setz ja fort. Wir hören dich nicht. Lieber Lehrer, Sie sagen uns, dass wir in der Endkorrektur sind, in anderen Worten, dass diese goldene Münze existiert, und ich möchte Ihnen folgen mit vollem Herzen und ich möchte dies alles tun, ohne Zweifel. Aber dennoch gibt es ja eine Lücke, eine Distanz. Ich sehe nicht die Endkorrektur. Also worin liegt meine Arbeit? Raff, du kannst es nicht sehen. Du kannst es nicht sehen, Vlad. Du bist nicht fähig, es zu sehen. Du musst die Augen des Glaubens in dir haben. Was du siehst jetzt, ist durch die Augen des Verstandes. Was du jetzt hast, das wird Verstand genannt. Auch dies ist falsch, was du siehst, weil es nicht außerhalb von dir ist, es ist innerhalb von dir. Und jetzt möchten wir beginnen, in unsere innere Vision abzugraden, das heißt zu erneuern, dass wir beginnen zu sehen, zu fühlen, immer mehr und mehr, unsere innere Wirklichkeit. Es gibt nichts außerhalb. Wir sind die ganze Wirklichkeit, das Kli. Also was geschieht im Kli, das geschieht, und das ist alles. Also deshalb müssen wir beginnen, dies zu verändern. Und diese innere Veränderung ist das, worüber die Wissenschaft der Kabbalah spricht. Das ist die Wissenschaft der Wahrnehmung.
wie wir die Endkorrektur erlangen. Wir sind bereits in der Korrektur und die Endkorrektur, sie erfüllt uns. Sie füllt uns. Wir müssen uns nur da annähern in unserer Vision, in unserer Sichtweise. Okay, also ich möchte diese Frage etwas deutlicher stellen. Wie kann ich mich jetzt einkleiden in Sie, dass in diesen Bedingungen des Glaubens über den Verstand ich diesen Zustand erlange, worüber Sie sprechen? Raff, das kannst du nicht. Das ist nur im Glauben über dem Verstand. Das ist, wie du dich einkleiden kannst in deinen weiteren folgenden Zustand. Aber für uns ist dieses Einkleiden im Glauben über dem Verstand, wie können wir dies tun, jetzt im Zehner? Raff, zuallererst verbinde dich mit dem Zehner. Wenn du bereits verbunden bist im Zehner, erlangst du bereits eine spirituelle Stufe. Wenn du dein Ego aufgeben kannst auf der ersten Stufe, dann bist du bereits eingeschlossen in die Freunde und die Freunde zu dir. Du wirst sie als korrigiert sehen. Du wirst es jetzt noch nicht sehen, aber es wird noch kommen, dieser Zustand. Moshe 26 פעמיים תקרא. קטע מספר 26 מתוך מאמר עניין גלות של הרבש. Moshe 26, wir lesen es nochmal. Die Bedeutung des Exils von Rabash. Als er mit Arbeit begann, muss es eine gewisse Freude und eine Belohnung gegeben haben, für welches der Körper dieser Arbeit zustimmte. Danach, als ihm erlaubt wurde zu sehen, dass es um des Schöpfers Willen geschieht, weil eine Mitzwa induziert und er darum bitten musste, aus dem Exil befreit zu werden, dann floh er aus dem Exil. Wie floh er aus dem Exil? Indem er sagt, dass ihm diese Arbeit nicht gelingen wird. Was tut er also? Er begeht Selbstmord. Das heißt, er verlässt die Arbeit und kehrt zum körperlichen Leben zurück, welches als die Bösen in ihrem Leben werden als tot bezeichnet. Daraus folgt, dass er dort, wo er um Erlösung aus dem Exil hätte bitten sollen, er aus dem Exil flieht und Selbstmord begeht. So steht es geschrieben, die Wege des Herrn sind gerade. Die Gerechten werden in ihnen wandeln und die Übertreter werden in ihnen scheitern. Es sollte jedoch über dem Verstand gehen. Ein Abstieg in der Spiritualität bedeutet nicht, dass er jetzt keinen Glauben hat. Vielmehr muss er jetzt mehr Arbeit leisten und der vorangegangene Glaube wird im Vergleich zu dieser Arbeit als Abstieg betrachtet. Wir lesen nochmal. Als er mit der Arbeit begann, muss es eine gewisse Freude und eine Belohnung gegeben haben, für welches der Körper zustimmte zu dieser Arbeit. Danach, als ihm erlaubt wurde zu sehen, dass es sich um des Schöpfers Willen handelt, weil eine Mitzwa induziert, und er darum bitten musste, aus dem Exil befreit zu werden, dann floh er aus dem Exil. Wie floh er aus dem Exil? Indem er sagt, dass ihm diese Arbeit nicht gelingen wird. Was tut er also? Er begeht Selbstmord. Das heißt, er verlässt die Arbeit und kehrt zum körperlichen Leben zurück, welches als die Bösen in ihrem Leben werden als tot bezeichnet, angesehen wird. Daraus folgt, dass er dort, wo er um Erlösung aus dem Exil hätte bitten sollen, er aus dem Exil flieht und Selbstmord begeht. So steht es geschrieben, die Wege des Herrn sind gerade. Die Gerechten werden in ihnen wandeln und die Übertreter werden in ihnen scheitern.
Er sollte jedoch über dem Verstand gehen. Ein Abstieg in der Spiritualität bedeutet nicht, dass er jetzt keinen Glauben hat. Vielmehr muss er jetzt mehr Arbeit leisten. Und der vorangegangene Glaube wird im Vergleich zu dieser Arbeit als Abstieg betrachtet. Raff, es ist, wie wir uns erheben auf der Stufe der Leiter. Jede Stufe, die wir aufsteigen, wird der erste Teil der neuen Stufe. Toronto Nummer 2. Raff, dieser blinde Glaube, den Sie erwähnt hatten, an Raff in der Verbindung im Zehner, meist auch ohne, über dem Verstand, ist dies wie Raffets Chesed? Ist das die rechte Linie oder ist das die mittlere Linie? Raff, nein, Igor. Wir können nicht auf diese Art und Weise dies beschreiben. Es sind zwei unterschiedliche Dinge. Rechts, links, mittlere. Nein. Es geht nicht um hoch oder ab. Das ist in Bezug auf die Balance zwischen den Gefäßen und dem Licht innerhalb des Parzufs. Und jetzt sprechen wir über den Zustand zwischen den Parzufim. Aber wir werden noch dazu gelangen später. Also ich möchte dieses Thema jetzt nicht berühren. Lasst uns zu Petartikwa 25 übergehen. Petartikwa 5. Raff, wie können wir sicherstellen, dass wir nicht aus dem Exil fliehen, sondern dass der Schöpfer uns hört und uns erlöst? Wie können wir nicht verwirrt werden über diesen Zustand? Raff, wenn ihr in Unterrichten seid täglich, dann werdet ihr nicht weglaufen. Also es gibt Zeiten, wo du am Schlafen bist, vielleicht auch ein Monat oder zwei Monate, aber automatisch entwickelt sich jeder entsprechend unserem gemeinsamen Klee und er schreitet voran. Ich bin sicher, alle von euch, ihr entwickelt euch alle, aber diese fortgeschrittenen Zustände, Jahr nach Jahr, was kann man tun? Also sorge dich nicht darum. Also, wenn wir weglaufen von dem Exil, das bedeutet auch, dass ich die Tür sehe. Und ich möchte in diesem Zustand vom Exil sein, bis der Schöpfer uns daraus herausbringt. Natürlich, sagt Raff. Wer hat dich zum Studium vom Kabbalah gebracht? Das ist von oben. Dir wurde ein Verlangen gegeben und jetzt hast du es. Und jetzt in der Wissenschaft der Kabbalah kannst du entscheiden, was geschehen wird, entsprechend deinem eigenen Verlangen. Du kannst dich an den Schöpfer wenden, deine Verlangen zu verändern. Du kannst es verändern durch die Gruppe. Du kannst irdische Verlangen verändern durch spirituelle Verlangen. Das ist möglich. Aber bevor du zur Wissenschaft der Kabbalah gelangt bist, waren deine Verlangen, sie haben sich verändert wie bei jedem anderen. Und jetzt sind wir in einem Abstieg und man hat diese Kraft, mit einem Verlangen etwas zu verändern. Also all die Veränderungen sollen ein Ergebnis eines Gebetes im Zehner sein und nicht eine innere Anstrengung von mir. Und am Ende ist es immer das Ergebnis. Du siehst, jetzt hast du es verstanden. Okay, was gibt es noch? Petartikwa Nummer 9, wen haben wir dort? Wenn wir, was ein Genuss, um mit Ihnen zu sprechen. Sprechen Englisch, sagt Raff. Es ist, als wenn der Schöpfer sagt, dass dieser Umschlag noch nicht gefüllt ist. Also wie kann ich bitten über den Verstand? Wie kann ich bitten über den Verstand? Ja, durch den Zehner. Das ist die sicherste Möglichkeit, der sicherste Weg. Okay, wir haben Beersheba. Beersheba. Beersheba.
ist die einzige Sache, was, worin ich nicht zustimme gegenüber dem Schöpfer, dass die Freunde unter mir sind. Und das ist, warum ich im Verstand bin. Ist das, wie ich es sehe? Raff, die Tatsache, dass wir nicht zustimmen, wie der Schöpfer es sieht, das ist klar. Natürlich, wir sind Egoisten im Verstand. Wir stimmen dem Schöpfer niemals zu. Wir sind gegensätzlich. Und aber das ist nicht die Frage. Das ist nur der vorübergehende Bedingung. Also was tun wir mit unserer Ablehnung gegenüber dem Schöpfer? Was machen wir damit? Wie beginnen wir, es an den Schöpfer zu richten und die Wirklichkeit zu sehen, wie er dies sieht, und dass vielleicht auf diese Art und Weise wir uns entwickeln können. Andererseits haben wir keine Chance, aus uns herauszutreten, sondern wir werden als Tier verbleiben. Die Sache ist, wenn ich sehe, ist es in Ordnung nicht, dem Schöpfer zuzustimmen, dass ich sage, ich möchte sie höher sehen als mich in Bezug zur Wahrheit, denn sie sind eh bereits in Bina. Zuallererst, dein Mikrofon hat Unterbrechungen. Also ich höre nur die Hälfte der Sätze. Also, was hast du zu sagen? Ist das jetzt besser? Also was ich frage, ist in Bezug zur Wahrheit, ich bin in Malchut und Sie befinden sich im Zustand der Endkorrektur. Ist es richtig, dem Schöpfer nicht zuzustimmen darin? Dann stimme nicht zu, sagt Raff, wunderbar. Wenn du etwas hast, wie du den Schöpfer betrachten kannst und du sagst, ich stimme nicht zu, und du stärkst deinen Zustand, den Schöpfer nicht zu verlassen, sondern nur einfach gegen den Schöpfer zu sein, das ist okay. Das heißt, dass du Kontakt hast mit ihm, gegensätzlichen Kontakt, aber du hast Kontakt, das ist die Hauptsache. Und vergiss ihn nicht, lass ihn nicht entfliehen, sondern halte dich immer auf dieser Richtung, im Gegensatz zu ihm, immer gegensätzlich zum Schöpfer, mehr und mehr. Und die ganze Zeit und sogar immer noch mehr und mehr. Und dann wirst du sehen, was geschieht. Danke. Okay, deswegen, ich empfehle das. Und wo ist unsere Nicht-Fokus-Gruppe, seine Info-Gruppe? Was ist da los? Sind sie versteckt? Info. קבוצת אינפו אומרת ככה, יש לנו פרויקט הפצה לנשים ישראלית. Ja, die Infogruppe sagt, dass wir ein besonderes Projekt der Verbreitung haben in Israel. Jeden Sonntag um 8.30 Uhr am Abend haben wir Trainings mit Leo Spiegler und Shai Rafaeli, und die ist alle eingeladen. Und jeden Samstag, Samstagnacht um 8.30 Uhr haben wir eine Live-Übertragung in Facebook. In Israel, also ladet eure Familien ein, eure Freunde, und eine weitere neue Sache in Kabbalah Arm. Auf der Facebook-Seite haben wir einen neuen Inhalt, ein neues Programm über die Gesellschaft in einem globalen Aspekt, Neuigkeiten. Und was und überraschend ist, ist unser YouTube-Kanal, er wird gerade erneuert. Bitte, Amit. Hallo Freunde, ich möchte euch einladen in ein neues Projekt, das diese Woche startet. Wir möchten eine Erneuerung machen in Kabbalah Arm YouTube-Channel. Und es ist sehr wichtig, ein wichtiges Projekt, wenn ihr bereits wisst, YouTube ist die größte Suchmaschine der Welt und neben Google, und wir haben unser Material dort angebracht, um es einfacher zu finden, und es ist, wir denken, es ist jetzt die Zeit. Wir haben gestern einen Anruf erledigt zu den ganzen israelischen Sprechern, das Team zu ergänzen. Ihr braucht keine Erfahrung während der Woche, während des Tages könnt ihr hinzukommen, und wir werden euch einfache Anleitungen geben für einfache Handlungen, die wir tun müssen, um
für tausende von Clips, die wir haben. Also ihr könnt euch verbinden mit mir auf der angezeigten E-Mail humorsbb@gmail.com. Und was ihr braucht, ist ein gutes Wissen in der hebräischen Sprache. Und das ist alles. Und wir werden so bald wie möglich beginnen. Also sehr viel Glück dafür. Wir gehen über zum Tagesplan. Wir treffen uns um 10 Uhr am Morgen. Wir haben Live-Programme mit Raf. Das erste ist Muschi und dann mit Oren von 10 bis 12 am Morgen. Dann haben wir am Nachmittag um 13.30 Uhr Israelzeit ein Unterricht mit den Freunden und um 6 Uhr Israelzeit ein Unterricht mit Raf. Galaxy Update Itai, also sehr wichtig, mit euren, dein Mikrofon updated, bevor ihr in den Zehner eintretet, testet, was ist das Mikrofon, das ihr gerade nutzt? Also wenn ich das Mikrofon berühre, dann hört ihr dies, dass dies gut ist. Und dann höre ich, welches Mikrofon ich ausgewählt habe in den Einstellungen. Das heißt, wenn Freunde kein, sie haben ein Mikrofon, aber ihre Einstellungen, in den Einstellungen nutzen sie das Mikrofon der Webkamera. Und das ist dann eine schlechte Qualität. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache. Oh, im Moment eine weitere Sache. Dieser rote Knopf, dieses rote Rechteck, wenn ihr dies seht, wir haben gesehen, dass die Freunde im Unterricht, haben wir das Original aus der Mitte gesehen haben. Warum? Weil sie gefragt haben, bevor sie gesehen haben, im Broadcast-Player, diesen roten, dieses rote Rechteck, und es ist, sagt, dass ihr bereits online sind und über das Login-System. Die meisten sind bereits eingeloggt in das neue System auf eine gute Art und Weise. Und über 90% der Freunde im Galaxy sind bereits registriert und alles ist okay. Also ich wende mich an die 10% oder die 7% der Freunde vielleicht jetzt, das ist wichtig, alle diese Fragen zu lösen mit dem Login. Wendet euch an uns, wendet euch an die Sprachabteilung, um diese Probleme zu lösen. Das ist sehr wichtig. In den nächsten Tagen werdet ihr fähig sein, in Galaxy zu kommen, nur mit dem Login. Das heißt, jeder kann die Unterrichte alles betrachten, aber ihr müsst in Galaxy sein und in diese Übertragung eintreten. Nur mit dem Login wird es möglich sein. Also lasst uns es geschehen. Und damit, mit dieser positiven Note, gehen wir über zu einem Lied. בין אילת לערבה, ברור שאין עוד מלבדו, בין ליסבון ובורדו, ושהותו וגם היטיב, בין ניו יורק ותל אביב. Around the world a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide, above the place and beyond time. A new humanity will shine, above the place and beyond time. A new humanity will shine. Kazakhstan, Sibir и Крым дышат воздухом одним. Устремление едино. Москвы до Сахалина, от Чикаго до Читы, от Литвы до Алматы, от Сиднея до Берлина, от Парижа до Пекина. Around the world a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide, above the place and beyond time. A new humanity will shine, above the place and beyond time. A new humanity will shine. Meet and look.
que sucedió en Japón y Kazajstán. Se abren los cielos también en Moscú y Jerusalén. Más ciudades y naciones, más hermanos y uniones, grandes olas de amor, solo un clic, un corazón. Around the world, a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide, above the place and beyond time. A new humanity will shine, above the place and beyond time.